Musste machen. Musste machen. Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege. Musste machen, herzlich willkommen. Und zwar Staffel 1, Folge 9, abzüglich einer Spezialfolge rund um die Auslosung im Dachbleche 24 Landespokal. Verpasst, dann guckt einfach ein bisschen nach hinten, dann könnt ihr das weitersehen. Alles, was wichtig ist im Amateurfußball, soll hier besprochen werden. Und das funktioniert am besten, wenn ihr euch bei uns meldet und uns eure Fragen, eure Probleme, eure Sorgen, eure Geschichten erzählt. Wer sind wir? Der Star, der absolut unbestrittene Star dieses Podcastes ist Danny Piele, sitzt mir gegenüber. 5 Millionen Tore auf 2 Millionen Plätzen in Sachsen-Anhalt, hat als Söldner schon bei fast jedem Verein Tore geschossen, jeder, der Geld bezahlt hat. Und der sagte, als ihr es noch nicht hören konntet, heute in diesem Podcast, ich möchte einmal einen Trainer haben, der mich wirklich besser macht. Ich sagte, da hast du aber leider den Körper nicht mehr dazu. Dann sagte Danny, Mist, jetzt war das Mikrofon noch nicht an, habe ich nachgeholt. Finde ich als Entree und als Stimmung für diesen Podcast sehr gut. Denn neben dir sitzt einer der besten Trainer, den wir im Fußballverband haben. Das ist Nick Ströhl. Hallo Nick. Hallo, hallo Danny, hallo Stefan, freue mich hier zu sein. Novum bei dieser Folge, wir haben ein Meeting gemacht vorher, haben besprochen, was wir hier heute alles besprechen wollen, haben sozusagen die Grenzen rechts und links abgetastet und haben uns überlegt, wo dieses ganze Ding hinführen soll. Frage 1 von dir, Nick, war, könnte sein, dass es ein bisschen länger wird, stört euch das? Nein. Alle Fragen können hier besprochen werden und es geht um Trainertheorie, also du hast mit Laktatwerten in einer vergangenen Folge angefangen. Was ist, wie wichtig, wie sinnvoll innerhalb des Amateurfußballs? Was ist übertrieben, was nicht? Darum geht es. Und natürlich das ganze Lizenzenproblem. Welche Trainerlizenz brauche ich? Welche Trainerlizenz muss ich machen, um eine nächste zu machen? Was kostet das Ganze? Wo sind die Fallstricke? Worüber kann man diskutieren? Wird eine schöne Folge, glaube ich. Wir freuen uns. Willst du was zu Nick sagen? Ich würde sagen, Nick, stell dich gern selbst vor. Ich bin froh, dass du neben uns sitzt. Geil. Bravo TV-Taktik 1985. Ich weiß, du warst da im Kindergarten. Ja? Aber das ist, so hat es damals funktioniert. Hallo, Limal mit 6 Nummer 1 Hits. Stell dich doch mal selber vor. Ja, ich würde eine Sache nehmen, annehmen. Du bist, nicht annehmen, sondern die Anmoderation annehmen. Du bist der Trainer, der neben mir sitzen darf oder mich ansprechen darf mit der höchsten Lizenz. Es hatte bisher noch niemand eine höhere Lizenz. Ausgenommen Kostenmüller. Aber hat er die zu dem Zeitpunkt? Das hatte ich jetzt nicht geprüft im Voraus. War in unserem Novum im Meeting davor nicht möglich. Also dementsprechend belassen wir es dabei. Du hast die höchste Lizenz, die jemals mit mir gesprochen hat. Ja, schön. Also ich freue mich, dass du dich auch irgendwann nochmal das erste Mal ist. Ja. Das gab es ja an Moderation und aus deiner Vita jetzt nicht unbedingt anzunehmen, dass das geht. Und dass du das zweimal betont hast, dass ich darf, verleiht mir. Also ich habe so ein angenehmes Kribbeln. Stimmt das eigentlich, dass du nach der ersten Folge schon mit den Hufen geschaut hast, dass du unbedingt den Podcast wolltest? Ne? Es wurde mir relativ früh in Aussicht gestellt, sagen wir mal so. Und da war ich natürlich heiß, ne? Da war ich angefixt. So. Ja. Und das natürlich zu Recht, weil das, was du da an den Schreibtischen machst, ist so vielschichtig, ist so komplex und ist auch so wichtig für den Amateurfußball in Sachsen-Anhalt, dass es nur recht und billig ist, dass du hier bist und auch ganz wichtig, weil allzu oft, und das kann ich natürlich auch verstehen, von den Dorfplätzen ganz im Süden, ganz im Norden, Osten, Westen, wo auch immer, höhere Liga, etwas niedrige Liga, die Leute gucken auf den Fußballverband. Und natürlich ist die erste Frage, wie immer, wenn man was nicht genau sehen kann und es nicht genau weiß oder wo man vielleicht auch ein bisschen unzufrieden ist, was machen die denn da überhaupt? Ich würde sagen, wir fangen ein bisschen entspannt an mit so ein paar Trainingssachen, die du ja auch vielleicht wissen möchtest, lieber Danny, weil du ja eine ausschleichende Fußballkarriere deine eigen nennst. Schleichen vermeiden. Ausschleichen, ja, nee, das war jetzt überhaupt nicht auf seine Schnelligkeit bezogen. Richtig lachen kann man nur, wenn man diese Folge jetzt bei YouTube sieht. Wenn ihr nämlich jetzt das Ganze irgendwie nur als Podcast hört, könnt ihr bei YouTube beim Fußballverband nochmal vorbeigucken, dann wisst ihr, was für komische Bewegungen wir gerade noch gemacht haben. Aber jetzt mal Spaß beiseite und ein bisschen rein ins Thema. Du wirst, wenn ihr aufgestiegen seid mit Union Schönebeck in dieser Saison, wahrscheinlich aufhören, Fußball zu spielen. Und nach all dem, was ich
von dir gehört habe hier in freier Wildbahn, sowohl als Podcast-Kumpel als auch als dein Untergebener in der Service GmbH beim Fußballverband, musst du theoretisch Trainer werden. Ich kenne niemanden, der mehr über Fußball weiß als du. Und ich finde, das muss unter die Leute gebracht werden. Ja, super. Also ich bin dazu bereit, aber die Bedingungen müssen passen. Nick, wie sieht's denn aktuell aus, wenn ich jetzt als Verbandsligaspieler nächstes Jahr vorhabe, Trainer zu werden, in einer beispielsweise Landesliga- oder Verbandsligamannschaft? Boah, da hast du natürlich jetzt direkt in deiner Fragestellung eine sehr hohe Hürde gesetzt, weil das zwei unterschiedliche Fälle tatsächlich sind. Wir fangen mal mit dem ersten an. Ich bin ja eher ein demütiger Typ, der ein bisschen understatement-mäßig unterwegs ist. Ja. Landesliga. Ja. Ich wette, dass es damals schon in deinem Schülerpoesiebaum drin stand, demütiger Typ. Das schätze ich an Danny am meisten. Von ihm selbst reingestellt. In der ersten Seite. In der ersten Seite. Also grundsätzlich musst du dann mit dem Basis-Coach-Format anfangen. Ne? Das ist unser Einstiegszertifikatskurs und den muss jeder Trainer machen, der eine Trainerlizenz erwerben möchte. Und der Basis-Coach ist 40 Lerneinheiten. Das verteilt sich dann in der Präsenz auf zwei komplette Tage. Die sind meist am Wochenende von 9 bis 17 Uhr. Da wird Praxis gemacht, hauptsächlich oder ganz, ganz viel Praxis auf dem Platz, dass die Teilnehmer sehen, wie ist Training aufgebaut zum Beispiel, also wie kann man dem Ganzen Struktur geben, was ist der Unterschied zwischen einer Übungsform und einer Spielform, was bietet sich wann idealerweise an. Dann gibt es nochmal eine Abendsveranstaltung dazu, sozusagen als Abschluss und um das Ganze abzurunden, wird das durch einen Online-Teil begleitet. Das ganze Format in Summe heißt Blended Learning, also Wechsel aus Präsenzlernen und Online-Lernen, und nach 40 Lerneinheiten und 2,5 Tagen mit selbstgewählter oder selbstbestimmter Arbeitszeit online hast du dann im Prinzip das Einstiegszertifikat. Und danach entscheidest du dich, welches Profil der C-Lizenz du erwerben möchtest. Wie teilen sich die 40 Lerneinheiten auf? Weil das klingt erstmal nach 40 Lerneinheiten. Ist das dann ein Monat, jeden Tag eine Einheit oder kann man das anders einteilen oder wie geht das? 2 Tage, richtig? Genau, also du hast, also die Abstände sind meist zwischen den Präsenzen so 2 bis 3 Wochen. Da liegt immer ein bisschen Zeit dazwischen. Die Idee dahinter ist, dass du das, was du erworben hast an Wissen sozusagen an dem einen Tag in deinen Heimatverein mitnehmen kannst. Und ausprobierst. Genau, ausprobieren ist da das richtige Stichwort, ganz genau. Und dann mit den Erfahrungen sozusagen in die zweite Präsenz kommst und aus der zweiten dann ausprobierst und in die dritte Präsenz kommst und dir einfach austauscht dich. Ne? Was hat für mich funktioniert? Was fand ich gut? Was fand ich nicht so gut? Wo habe ich vielleicht auch nochmal eine Frage? Ne? Bin ich dran gescheitert und möchte vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erfahren? Das ist so die Idee. Und wenn du das fertig gemacht hast, also in Summe reden wir darüber, dass wir ein bisschen mehr Präsenz machen, als dass wir Online-Lernen machen. Das soll doch so sein, weil Fußball schon immer auf dem Platz stattgefunden hat und immer auch da stattfinden wird. Und wenn du das geschafft hast, bist du eben bereit, dir auszusuchen, okay, je nachdem, was meine Tätigkeit ist, mache ich Profil Kinder, Profil Jugend oder Profil Erwachsenen in der C-Lizenz. Das entscheidet man dann erst, wenn man ein bisschen was ausprobiert hat. Man tritt nicht an und sagt, ich will Kindertrainer werden oder... Ja, idealerweise ist es so, dass du in dem Bereich, wo du gerade arbeitest, das machst. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt ein Papa bin, Engagierter, und Gott sei Dank haben wir die heute noch, ne, der jetzt seinen Sohn irgendwie so begleitet von der F-Jugend oder so und mit denen mitgeht, dann wird er sicherlich erstmal Kinder machen oder dann... wäre die Frage, wenn er schon im Kindesbereich unterwegs ist, also meinetwegen eine E-Jugend, der Junge wechselt jetzt in die D-Jugend, Papa geht mit, dann würde man auch sagen, okay, macht vielleicht auch Sinn, perspektivisch ins Jugendprofil zu gehen. Das Entscheidende ist, dass du da, wo du deine Praxis dann machst, für die Lizenz, dass du in dem Altersbereich auch eine Mannschaft betreust. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache Profil Erwachsene sozusagen und trainiere aber eine Kindermannschaft dazu in meinem Heimatverein. Mhm. Das führt so ein bisschen die Gedanken der Zielgruppenspezifik ad absurdum. Das ist nicht gewollt, beziehungsweise nicht unbedingt zielführend. Das erfragt ihr wahrscheinlich dann auch in der Präsenzabteilung. Wofür bist du eigentlich hier oder muss man es vorher angeben? Oder? Nee, das musst du nicht angeben. Das sehen wir aber, also was du aktuell machst, sehen wir, weil wir das logischerweise abfragen. Genau. Aber du kannst dich dann auch währenddessen ja umentscheiden. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Du machst deinen Basiscoach in einer Saison und trainierst jetzt, keine Ahnung, eine D-Jugend als Beispiel. Und du weißt aber schon oder hast fest das Ziel, du möchtest aber gerne Erwachsenenfußball gehen in der nächsten Saison. Dann kannst du natürlich danach auch sagen, okay, ich weiß schon, nächste Saison mache ich irgendwo eine Erwachsenenmannschaft, Trainer, Co-Trainer, wie auch immer. Ich würde gerne dann die C-Lizenz im Profil Erwachsene machen, weil ich mich da perspektivisch auch sehe. Übrigens, der Podcast-Kumpel in mir lässt mich das Gefühl haben, lass uns einfach gleich weiter durchziehen. Der Journalist in mir lässt mich fragen, wir haben abgebrochen bei der Vorstellung von Nick. Und ich bin mir ganz sicher, dass ein paar sich die ganze Zeit jetzt, während er diese unfassbar schlauen Sachen schon gesagt hat, die auch sehr, sehr wichtig sind, wahrscheinlich nicht ganz konzentrieren konnten, weil sie sich überlegt haben, was ist denn nur eigentlich? Ich mach's kurz. Nick ist selber ein sehr guter Freizeitkicker. Nick hat beim
Das hast du auch gesehen. Hat beim FCM gearbeitet, im Nachwuchsleistungszentrum. Du warst beim HFC auch im Nachwuchsleistungszentrum unterwegs, bist dann zum Fußballverband zu uns gewechselt, bist jetzt Landestrainer. Verbandssportlehrer. Und hast du aber auch noch, also trainierst du auch aktuell irgendeine Truppe? Irgendwo? Nein, also tatsächlich nicht. Ich würde gerne, kann ich hier an der Stelle so sagen, aber das gibt tatsächlich die Zeit nicht her. Weil wenn du sehr viel Qualifizierung machst, die ja nur mal am Wochenende stattfindet auch, plus noch Auswahlmannschaften und so weiter, dann fehlt einfach fürs Wochenende so ein bisschen die Zeit. Ich habe auch noch eine Tochter, die möchte mich vielleicht auch irgendwann nochmal sehen am Wochenende und dementsprechend ist es gerade nicht drin, aber perspektivisch würde ich natürlich gerne wieder eine Mannschaft auch selber trainieren, was ich jetzt aktuell nicht mache. Und fußballerische Ambitionen, ich habe gesagt, du bist ein super Freizeitkicker, weil ich dich nur beim Freizeitkicken bis jetzt einmal beobachten durfte mit bösem Blick. Hast du irgendwo mal höherklassig auch selber gespielt? Definiere höherklassig. Danny? Nein. Was sind zwei Einsätze Regionalliga? Genau, jetzt. Für jeweils 12 Minuten und 3 Anstöße. Ja. Ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Nein, oh, schön. Tatsächlich nicht. Meine Spielerkarriere war recht überschaubar. Ich war okay. Tatsächlich nur auf Kreisoberliga- und Landesklasseniveau unterwegs und hat dann auch am Ende nicht zu mehr gereicht, weil ich relativ früh dann schon, heute ist das ziemlich normal, dass die jungen Leute schon ganz früh Jugendmannschaften oder Kindermannschaften trainieren. Bei mir war das damals, das ist jetzt, boah, ich schwindel, 15 Jahre her, glaube ich, 15 Jahre. Habe ich einfach auf eine lockere Anfrage geantwortet, habe eine E-Mail an den besagten Carsten Müller geschickt, beim ersten FC Magdeburg, damals Nachwuchsleiter, weil ich neben Studium ein bisschen Zeit hatte, also kurz davor das Studium zu vollenden in Magdeburg, Sport studiert. Und da hatte ich ein bisschen Zeit und wollte einfach, weil ich selber dann auch nicht mehr so ambitioniert war zu spielen, wollte halt aber irgendwie Fußball was zurückgeben. Und habe mich da beworben per Mail, wurde direkt eingeladen zum Gespräch, dachte ich. Und aus dem Gespräch sind wir rausgegangen, so bis jetzt Co-Trainer von der U15 Regionalliga-Mannschaft. Cool. So, und da habe ich erstmal so, puh. Hast du erstmal einen Benz bestellt? Ja, wie ist das passiert? Ja, und so war ich dann halt da drin und seitdem auch nicht mehr rausgekommen. Erfolge als Trainer? Ja, also ich habe mit der U15 vom ersten FC Magdeburg, das ist der 2000er Jahrgang gewesen, haben wir die Regionalliga gewonnen, was bis dahin, glaube ich, nur Hertha und RB vergönnt war. Genau, ansonsten diverse NOV-Landes-, also NOV-Pokale in bestimmten Altersbereichen, unter anderem mit der U15-Auswahl, die Saison in Bad Blankenburg, Landespokalsieger, Staffelsieger, Hallenlandesmeisterschaft, such dir was aus, also alles, was du im Nachwuchs irgendwie gewinnen kannst, schon mal in der Hand gehabt. Wenn man mit einer U15-Truppe sowas gewinnt, schmeißen die einen dann so hoch? So, ich stelle mir das gerade vor. Fun Fact, bei Hertha BSC, letzter Spieltag dieser besagten Saison, wo wir die Staffel gewonnen haben, wurde ich tatsächlich so hochgeschmissen, wie man so einen Trainer so hochschmeißt. Nicht, weil die waren sind schon, noch nicht so stark, nee. Ich war ein bisschen leichter damals, glaubt man nicht. Aber noch leichter. Ja, aber sie haben es auch nicht geschafft. Ich wurde aber tatsächlich dann mit so isotonischen Getränken besprüht. Aha, so was jetzt nicht unbedingt angenehm war für die Heimreise. Da gibt's ja zwei Varianten als Trainer. Entweder man lässt sich gar nichts anmerken irgendwie. Drei gibt's eigentlich. Man lässt sich nichts anmerken, man lacht mit oder man ist richtig wütend und muffelt die so an. Was hast du immer? Ich glaube, richtig wütend ist da niemand in so einem Moment, ne, wenn du so einen Erfolg feierst. Aber ich hab gute Miene zum bösen Spiel gemacht, die ganze Zeit gelächelt. Es war ein lauer Sommerabend. Von daher, alles selbst bestimmt. Sehr gut. Zurück zur Basiscoach-Ausbildung. Die haben wir jetzt schon relativ genau beschrieben. Wir sind von dem Plateau Landesligaspieler ausgegangen. Was wäre denn der Unterschied, wenn ich als Verbandsligaspieler sowas... Pressemäßig wahrscheinlich gerade schlecht, vielleicht mal unterbreche ich gern. Nee, mach mal. Pressemäßig. Ja. Schlechte Presse für dich jetzt. Ja, aber ich mach's trotzdem, weil ein Punkt interessiert mich noch, weil zum einen finde ich es sehr, sehr spannend, wie du den neuen Weg gerade beschrieben hast. Das ist ein Punkt, den ich selber auch so verpasst habe, während des Fußballspiels selber eine Trainerausbildung zu machen. Komme ich jetzt zu meiner Frage. Jetzt fange ich natürlich an, nach 700 Männerjahren, keine Ahnung, 1000 Spielen, 2000 Toren. Jetzt komme ich zu der 2-0er-Quote, ja, ist normal, Standard. Jetzt komme ich dahin und du sagst, ich lerne, wie ich ein Training gestalte. Jetzt neigen ja Amateurfußballer und Fußballerinnen vielleicht so ein bisschen dazu, dass sie auch schon vieles gesehen haben mit dem fortgeschrittenen Alter. Würde ich mir jetzt erstmal so per se die Frage stellen, welchen Mehrwert hat das für mich? Das würde mich jetzt mal so interessieren aus der Sicht. Ich glaube, es schadet grundsätzlich nicht, erstmal verschiedene Trainingsmethodiken und Strukturen, da gibt es unterschiedliche, kennenzulernen und für sich herauszufinden, was ist besser.
Und was du gemacht hast als Spieler ist ja, also du hast ja verschiedene Trainer kennengelernt und dann am Modell gelernt so ein bisschen und geschaut, okay, was fand ich jetzt am besten? Ja. Aber nur weil du das am besten fandest, heißt das ja nicht, dass das wer anders auch am besten findet. Und wenn du den Perspektivwechsel vornimmst, Spieler, Trainer, dann hast du vielleicht da auch welche drinne, die finden die Art zu trainieren, wie du es kennengelernt hast und für gut befunden hast, nicht so geil wie du selber. So, und dann wäre es halt schon gut, wenn du auch ein paar Alternativen im Petto hättest. Ja, okay. Es ist ein spannender Ansatz, weil ich war immer ein Spieler, der sehr gerne so enge Spielformen gemacht hat. Vier gegen vier, laufen, vier Torabschlüsse. Dazwischen nochmal Pause, wenn du drei, vier Mannschaften hattest, ja. Habe ich natürlich in dem, ich durfte dann auch schon mal so zwei, drei Einheiten leiten, habe ich natürlich mich daran angelehnt, habe das gemacht. Aber du merkst natürlich, wie du schon sagst, dass manche Spieler halt einen anderen Bedarf haben. Manche würden sich gerne ein Passspiel verbessern, ja, würden dann gerne eine halbe Stunde vorher irgendwelche Passformen machen, würden gerne nochmal 11 gegen 0 spielen, wovon ich jetzt überhaupt gar kein Freund bin, ja, im Armschusstraining und so weiter. Also, okay, Ansatz verstanden, vielen Dank. Nochmal kurz zurück, weil du gesagt hast, größte Erfolge. Wir hatten uns, glaube ich, bei meinem Mittag beide unterhalten. Du hattest ja einen ganz nicht so unerfolgreichen aktuellen Spieler unter dir, der gerade in Braunschweig spielt. Welchen? Florian Krüger? Florian Krüger, genau, hatte ich. Nationalspieler, U21 gewesen? Korrekt. Ja, korrekt. Korrekt. Von ja. dir trainiert worden? Ja. Entdeckt worden? Kann man sowas sagen? Also entdeckt nicht direkt, aber das würde jetzt zu weit führen. Damals gab es immer noch so einen zentralen Sichtungsprozess in Sachsen-Anhalt, wo dann Spieler aus den einzelnen Kreisen und Stützpunkten an die Sportschule delegiert wurden. Und wir hatten ihn auf jeden Fall auf dem Schirm schon lange, Florian aus Staßfurt. Und ich habe ihn dann in so einem Intensivtest, den jeder durchläuft, dann nochmal in Augenschein nehmen dürfen. 3 Tage Osterburg war immer eine tolle Veranstaltung. Die besten Spieler aus ganz Sachsen-Anhalt zusammengekommen, um dann nochmal zu schauen, wie schneiden die im Vergleich miteinander ab. Ich hatte Florian dann in der U13 selber und ein paar Spiele in der U14, also C-Jugend. Aber er wurde dann schon relativ schnell als Jahrgangsjüngerer in die U15 geschoben, weil er halt so gut war. Aber ich dachte tatsächlich, du meinst Tim Siersleben, ne? Ach, der war auch dabei. Nee, der ist ja nicht derselbe Jahrgang. Aber Tim Siersleben, wenn man das, der ist jetzt Bundesligaspieler. Bundesligaspieler und? Von Frank, der Sohn. Genau. Von Frank Siersleben, dem genau. FCM. Ja, und die Überraschung, für mich die Überraschung. 2000er Jahrgang, Staffel gewonnen. Ja. Wahnsinn. Also, und in der Überraschungsmannschaft der Bundesliga, bei Heidenheim aktuell 11., 12. Ja, auf jeden Fall sensationelles 3-3 in Stuttgart, das erste Mal geholt am Wochenende. Ja, Kleindienst vorne, die Dinger eingeschädelt. Ja, Cottbuser Jung übrigens. Also was? Das Cottbus. Und ich glaube, er spielt aber zurzeit nicht so viel. Er hatte die ersten Spieltage, war glaube ich regelmäßig, aber jetzt spielt er glaube ich gerade. Ist Innenverteidiger, ja. Damals übrigens noch auf der 6 gespielt. Also nach hinten gerückt. Ich dachte, man rückt immer nach vorne. Aber von vorne nach hinten. Machen nicht alle deine Karriere. Ja. Ich möchte jetzt mal eine Frage stellen, weil gerade ich den Eindruck habe, dass zwischen euch es richtig gut funkt. Wenn so ein Typ wie Danny zu dir in den Kurs kommt, welche Emotionslage hast du dann einfach? Also ich meine, wir sind uns alle, also wir beide, also jeder eigentlich, der diesen Podcast sieht und hört, hofft, dass das eine Kunstfigur ist, die Danny hier teilweise vor sich hat. Ich persönlich habe es noch nicht rausgefunden, ich bin auf der Reise. Ich hoffe nach wie vor, dass es eine Kunstfigur ist und dass irgendwo unter diesem Megastar ein ganz normaler Mensch irgendwie verborgen ist. Aber wenn jetzt quasi die Kunstfigur Danny zu dir in den Trainerkurs kommt, Landesliga und gleich mal so reinkommt und sagt, 2000 Tore, Torschnitt von 5,2 und so. Wie fühlt sich das an? Passiert das oft oder ist das ein Sonderfall? Also tatsächlich habe ich diesen Spielertypus noch nicht kennenlernen dürfen. Du bleibst einzigartig Spieler. Absolut. Aber ganz ehrlich, du hast natürlich in diesem Basiscoach hast du ganz unterschiedliche Niveaus und Vorerfahrungen drin. Das macht einerseits total wertvoll, weil du ein und dasselbe Thema aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven bewertest. Andererseits als Referent in so einem Kurs oder als Ausbilder auch herausfordernd, weil du natürlich nicht allen dasselbe Gewicht geben kannst, aber ja auch irgendwie musst. Also du willst versuchen, jedem gerecht zu werden. Wenn es aber so sehr heterogen ist, so Kleinfeldtrainer, ehemaliger Spieler mit Oberliga, Regionalliga, was ich was, Erfahrung, dann kommt einer aus der Kreisliga, trainiert alte Herren, dann kommt einer, der hat eine Frauenmannschaft, dann kommt der Kindertrainer, dann kommt der Jugendtrainer, Landeskreisebene. Das sind viele, viele wertvolle Erfahrungsschätze, die da reinkommen, aber für jeden dann wirklich ihm persönlich gerecht zu werden, gar nicht so leicht. Und auf deine Frage zu antworten mit Danny, dem brauche ich ja nicht erzählen, wie Fußball funktioniert. Ne? Und dem brauche ich wahrscheinlich auch nicht erzählen, wie er am besten zu trainieren hat. Aber mein Ziel wäre, ihn durch den Input zum Nachdenken anzuregen, dass er vielleicht mal ins Grübeln kommt. Ist das, wie ich es schon immer gemacht habe und kennengelernt habe, wirklich das? Oder probiere ich was Neues und finde es vielleicht sogar ein bisschen geil? Danny, setz dich hier mal hin und schreibe das Wort Demut mal auf. Ja, dann, wie bei den Simpsons so, ne? Wo Bart immer 100 Mal weiß, wie es überhaupt geschrieben aussieht. Entschuldige.
Kein Problem. Zurück zu der, ich fand das halt witzig, ich fand das auch entspannt, können wir ja der transparente Podcast sein, wirklich mal unterzubringen, dass ich selber nicht weiß, ob du so bist, wie du bist. Spielst. Wir waren ja vorhin noch hängen geblieben und da hast du mich zu Recht und auch sehr klug unterbrochen, wie der Unterschied ist mit den einzelnen Spielklassen, aus denen du kommst. Wie setzen sich das zusammen? Aber ihr hattet gesagt, es sind zwei unterschiedliche Fälle. Kommt ein Landesligaspieler und macht den Basiscoach oder kommt jemand aus der Verbandsliga? Ja, du hast also die Möglichkeit, seit kurzem bei uns, wenn du eine bestimmte Spielklasse, eine Erfahrung vorweisen kannst, dass du aus dem Basiscoach über den sogenannten Fast Track direkt in die B-Lizenz gehen könntest, wenn du möchtest. Fast Track musst du dir so vorstellen, kleinerer Kurs, mehr oder weniger eine 1:1 Betreuung oder vielleicht 1:2, 1:3 Schlüssel, wo dann ein Verbandssportlehrer die angehenden Trainer nochmal separat unterrichtet, hospitiert bei denen im Heimatverein, natürlich auch im Online-Teil mit denen was macht, also Fast Track, wie der Name schon sagt, so eine Art Schnellbesolung mit den wesentlichen Inhalten. Weil die selber so viel mitbringen. Weil die selber, genau, weil die ja auch in der Regel in ihren Spielklassen, wo sie gespielt haben, ja auch schon mal ein paar qualifizierte Trainer kennengelernt haben oder Arten zu trainieren und eben auf die Spielererfahrung entsprechend angeknüpft werden kann. Ne? Und deshalb gibt es da eben die Möglichkeit, jetzt war ich glaube ich nicht ganz korrekt, für die Verbandsliga besteht die Möglichkeit aktuell nicht, aber alles oberhalb, also Oberliga, Regionalliga, dritte, zweite Liga, die sind Fast-Track berechtigt. Da war ich vorhin nicht ganz korrekt tatsächlich. Ist die Anzahl der Oberligaspiele also benannt oder? Die Einsatzminuten gibt's da. Nee, Einsatzminuten gibt's tatsächlich nicht. Okay. Hier geht's glaube ich um die totale oder die absolute Zahl der Einsätze, unabhängig von der Dauer. Ich meine, ich nagelt mich nicht fest, ich könnte falsch liegen, aber es müssten 10 sein, glaube ich. Also ab 10 Oberligaspielen, 5 Regionalligaspiele und dann, wenn du Drittliga einen Einsatz hast und so weiter, dann reicht das aus. Okay. Dann bist du Fast-Track berechtigt. Aber im Sinne einer Ganzheitlichkeit wäre es natürlich schon schön, wenn man das Trainerhandwerk sozusagen auch von Grund auf erlernt und sagt, okay, Basiscoach, C-Profil, da wo ich dann auch perspektivisch gerne als Trainer arbeiten möchte, dann mache ich erstmal ein Jahr damit oder vielleicht auch ein bisschen länger und dann mit ein bisschen noch mehr Trainererfahrung mache ich die B-Lizenz. Naja, wir hatten uns in unserem vorbereitenden Meeting, ich werde gar nicht drüber fertig, dass wir das wirklich gemacht haben heute, auch darauf geeinigt, dass ich so die Stammtischparolen-Fragen auch so stelle, weil ich finde das, ich kann es komplett nachvollziehen, weil dieser alte Spruch zuhauf ausgesprochen an den Fußballer-Lagerfeuern, Fußballerinnen-Lagerfeuern, ein guter Spieler muss ja noch lange kein guter Trainer sein. Ich finde, das ist komplett augenscheinlich, weil wenn man immer nur eine Trainingseinheit mitgemacht hat, also aus meiner Wahrnehmung jetzt, hat ja ein Trainer das für mich geplant, der hat sich auch um die anderen mitgekümmert und der passt das in einen weitläufigeren Plan ein und so weiter und davon hat man doch gar keine Ahnung, egal wie viele Einsätze man hatte als Spieler oder so, oder sehe ich das zu eng? Boah, das kann man Pauschalantwort schwierig. Okay. Ich denke schon, dass wenn man gute Trainer selber erlebt hat und gesehen hat, dass Training funktioniert, man ist ja nicht eine Insel in der Mannschaft, sondern man interagiert ja mit den anderen so und wenn die anderen das auch irgendwie cool fanden, könnte man ja schlussfolgern, na okay, das hat für uns insgesamt gepasst, dann war die Art zu trainieren vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube aber, wobei die Trainerausbildung auch helfen kann, ist, wie ich verschiedene Typen von Spielern anspreche. Na, wie ich mit denen umgehe, gibt es ja völlig unterschiedliche Typen. So, ne? Die einen Trainingsspiel zum Beispiel, die ärgern sich über jedes Spiel, was sie verlieren und fangen dann schnell an unzufrieden zu werden und zu gestikulieren, abzuwinken, den Mitspielern die Schuld zu geben, wenn mal was nicht funktioniert. So, ne? Und andere hebt es gar nicht an. Die spielen ihren Stiefel runter, völlig emotionslos. Wenn sie gewinnen, okay, wenn sie verlieren, auch nicht so schlimm, also zumindest nach außen. Und die musst du ja unterschiedlich anpacken und Zugang zu denen finden. Und ich glaube, gerade so dieses Thema Beziehungsebene ist so ein Thema, was mir persönlich auch am Herzen lag, in der Trainerausbildung, dass wir da bestimmte Ansatzpunkte reinbringen, wie wir auch helfen können, mit unterschiedlichen Charakteren innerhalb einer Mannschaft auch umzugehen. Das finde ich gerade mega spannend. Also es gibt ja diese empathische Sache oder dieser Fakt spielt da eine ganz große Rolle. Ich nehme jetzt mal so ein Beispiel heraus, wie es ja gang und gäbe ist. Du nimmst in der Regel immer bei der Kapitänswahl, ja. Das spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle, nämlich den lautesten, den effektivsten, den besten, den schnellsten, den meisten Tore schießt oder dem, der am besten verteidigt, ja. Und manche Trainer, so ein bisschen in meinen Augen ältere Generationen, denken immer, der beste Spieler oder der, der vielleicht die meisten Zweikämpfe führt auf dem Platz, muss irgendwie die Kapitänsrolle bekleiden oder der Sechser oder ein Innenverteidiger, weil er nach vorne hin den Input geben kann, ja. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass der beste Spieler auch die besten Führungsqualitäten hat.
Ich glaube, da ist der Ansatz, den du halt gerade gesagt hast, den finde ich halt mega spannend, weil ich glaube, da hat sich unsere Gesellschaft so ein Stück weit hinentwickelt und das ist ja wie im Unternehmen. Der beste Vertriebler ist ja nicht gleichzeitig die beste Vertriebsführungskraft. Weißt du? Und ich glaube, das ist im Fußball ganz, 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 ganz krass zu adaptieren, weil du kannst ja nicht denjenigen zum Kapitän machen, der die meisten Tore schießt. Das funktioniert vielleicht bei Barcelona mit Lionel Messi. Ja? Aber ich glaube, so in unserem Bereich im Amateurfußball kann das nicht funktionieren. Ich glaube, da ist der Ansatz halt ganz gut, den Trainern zu vermitteln, da zu selektieren, wer könnte denn dafür in Frage kommen, wer ist der Sprachrohr außerhalb des Platzes, wer ist in der Kabine, wer hat welche Methodiken, die er auf den Platz bringt. Wir haben ja noch Charaktere bei, die immer noch rumschreien auf dem Platz und denken, dass man die jungen Leute mit Schreien catcht. Völlig irre. Keiner mehr, die rennen weg, die sagen, lass mich in Ruhe, ich lass mich nicht anschreien. Ja? Ich finde das deshalb sowas von hochspannend, weil wir ja wirklich im Bereich des Amateurfußballs unterwegs sind. Also im Profisport kannst du für die besten Leute, die wichtigsten Entscheidungen fällen müssen, kannst du dir Menschen kaufen, kannst du dir Tests kaufen, kannst du dir Psychologen dazu nehmen, kannst du sonst was machen. Im Amateurfußball finde ich das aber total wichtig, weil es ja das ist ja die Masse der Menschen. Also das ist ja quasi, wir reden jetzt hier, das ist ja dann auch ein großer Teil der Mitte der Gesellschaft. Und ich stelle mir vor, beim Basiscoach, das wird ja auch, du hast schon vorhin kurz die Streuung ja angedeutet, da kommt mal jemand, der ein bisschen höher gespielt hat und dann gibt's jemand, der hat eine Kindermannschaft und dann welche, die wollen Erwachsenen machen. Dann gibt's welche, die wahrscheinlich schon seit 10 Jahren bei einem Verein betreuen und jetzt mal noch die richtige Lizenz dazu haben wollen und so. Gibt auch welche, die haben gar keine Spielererfahrung, hatte ich auch schon, ne? Die so, ach so, die einfach gesagt haben, morgen wäre ich Fußballtrainer, aus welchem Grund auch immer, das ist spannend. Ja, weil der Junge Fußball spielen wollte zum Beispiel, oder die Mädchen, die Tochter, der Sohn. Das könnte der bessere Anlass sein, ja, das ist einfach, das ist ja der bessere Anlass. Aber wie machst du das? Also wie weit kannst du denn da in die Tiefe gehen und Empfehlungen geben? Weil es ja auch krasses Maß an Psychologie, was da schon mit reinspielt. Das Campenbett kommt total auf die Altersklasse drauf an. Ne? Ich würde erstmal jedem, der Kindermannschaft trainiert, erstmal raten, pass auf, Leute, versucht da nicht, den irgendwas groß beizubringen, im Sinne von, ich muss den jetzt hier die Techniken bis zur Perfektion reindrillen, sondern sorgt erstmal dafür, dass eure Trainingsgruppe immer voll ist, dass sie gerne kommen zu euch zum Training. Das siehst du ja an der Teilnehmerzahl relativ häufig, dass sie Spaß haben, dass jeder im Training ballert, sich immer bewegt und dass ihr aufs Tor bolzt. So, wenn er das schon mal schafft, dann seid ihr schon mal, keine Ahnung, 80% besser als die allermeisten, die... Kurz vor Fußballlehrer. Ja, weil es halt wichtig ist. Guck mal, ja, klar. Unser Kinderfußball heutzutage, der konkurriert mit so vielen anderen Sportangeboten, die es mittlerweile gibt. Ne? Du weißt es selber oder ihr wisst es wahrscheinlich. Früher in der Schule, bei mir war das noch so in der Grundschule, da kam halt einer vom Polizeisportverein Magdeburg, ein Polizist, und hat gesagt, wer möchte Fußball spielen? Hand hoch so. Ging meine Hand hoch und dann wurde es halt einmal die Woche mit dem Bus abgeholt, eingesammelt und bist da hingefahren zum Training. So, heute funktioniert das ja so nicht mehr, sondern du hast ganz viele unterschiedliche Angebote und du musst halt dafür sorgen, dass die Kinder gerne dabei bleiben. Dass sie Bock haben. Dass sie Spaß haben, dass einigermaßen ein gutes Gemeinschaftsgefühl ist, so, ne? Und dass du vielleicht ein paar Standards erfüllst, so Kinderschutz, ordentliche Umkleiden, ordentliche Duschen, halbwegs vernünftiges Trainingsmaterial, so. Und wenn du das alles sicherstellen kannst als Verein, da bist du schon mal ganz weit vorne und da reden wir noch gar nicht groß über Trainingsinhalte. So. Im Jugendfußball ist schon wieder ein bisschen anders, weil da ist das Lernalter auch da, dass du denen was beibringen kannst. Also wo sie wirklich auch Fußballinhalte bewusst lernen. Ne? D-Jugend ist ein total spannendes Lernalter, auch sehr häufig als Goldenes. D-Jugend, das hätte ich mich jetzt gefragt, ab wann meinst du ab D-Jugend? Ja, D-Jugend als goldenes Lernalter ja immer so gelabelt. Weil es da auch leicht fällt, oder? Ab total, leicht, weil die körperlich und kognitiv so einen Sprung machen in diesem Altersbereich, dass sie dann Dinge auch bewusst aufnehmen können und du innerhalb von kürzester Zeit total viele Erfolge sehen kannst, wenn du ordentlich die Inhalte platzierst. So, im Erwachsenenfußball ist wieder ganz anders. Das kann eine Thekentruppe sein, wo es auch hauptsächlich darum geht, Spaß, möglichst viele Leute im Training, dass wir spielen können, so, eine Trainingseinheit in der Woche und am Ende verstehen sich alle und trinken Bier. Das kann aber natürlich auch sein, wie gewinne ich das nächste Spiel. Gibt's ja auch ambitionierte Vereine, Landesliga, Verbandsliga, Oberliga, die sagen, nee, wichtig ist erstmal, dass wir am Wochenende gewinnen, so. Und das ist das Spektrum von Leuten, mit denen du halt umgehen musst im Kurs und denen du Lösungen anbieten musst. Und das macht die Aufgabe auch so spannend, die Lehraufgabe. Wir haben es noch gar nicht gesagt, wie hoch ist deine Lizenz? Bist du bis internationaler A-Plus-Profi-Nationalmannschaftscoach? Da war gerade relativ viel bei. Alles. Nee, ich habe gedacht, ich vorschusslos. Guru und Yogi hast du noch vergessen. Yogi ist, glaube ich, belastet. Ab 2014 ging es abwärts. Nee, sag mal. Ja, ich habe die A-Plus-Lizenz des DFB, oder es heißt UEFA, es ist also UEFA-Level, weil das alle Beeinträchtigungen der UEFA mittlerweile
Standardnorm ist. Also die müssen alle dieselben Voraussetzungen erfüllen in der Ausbildung, um diese Lizenz dann auch so zu nennen in ihren Verbänden. Und habe die alte Qualifizierung, können wir gleich noch drüber reden, komplett durchgemacht. C-Lizenz, B-Lizenz, A-Lizenz und habe dann nach 10 Jahren knapp nochmal gesagt, ich sattel diese A-Plus da nochmal drauf. Genau. Das heißt, das ist die höchste Trainerlizenz, die man haben kann? Nein, im Juniorenbereich. Es gibt 2 Stränge beim DFB. Es gibt einmal diesen Erwachsenenbereich. Da endest du sozusagen mit der Pro-Lizenz, dem gemeinhin bekannten Fußballlehrer. Mhm. Und alles, was im Juniorenbereich, also Top-Level-Juniorenbereich ist, endest du mit der A-Plus-Lizenz. Wenn du so willst, ganz platt, der Juniorenfußballlehrer. Aber höher geht's nicht. Und im Männerbereich durftest du dann was machen damit? Im Männerbereich durfte ich bis inklusive Regionalliga-Herren alles trainieren. Ich weiß gar nicht, bei Frauen, ob zweite Bundesliga da berechtigt wäre oder nicht, das kann ich gar nicht sagen aus dem Kopf, weil ich mich damit ehrlicherweise nicht so beschäftigt habe, aber genau, bis inklusive Regionalliga. Aber du hast schon Frauen auch in den Kursen, ja. So als Trainerin? Ja, es dürfen gern mehr sein, das ist immer noch ein recht kleiner Anteil. Wir haben welche, was auch cool ist, aber ja, gern mehr. Also Qualifizierungsangebote sind für alle und wir haben auch für alle was parat, so einen schönen bunten Blumenstrauß an Inhalten. Wo finden wir denn die Qualifizierungsangebote? Auf unserer Homepage unter Qualifizierung, also fsa-online, glaube ich, .de. Ja. Und dann unter Qualifizierung. Nee, fsa-online.de, nicht fsa-online, glaube ich, .de. fsa-online.de. Genau, er hat aber -online, glaube ich, .de gesagt. Ach so, das ist geil. Ach so, ja, ich wollte nur sicher gehen. Ja, normalerweise bist du der an Genauigkeit nicht zu überbieten ist. Ich wollte nur sicher gehen, dass es... Also genau. fsa-online.de, genauso wie eure Nachrichten, zum Beispiel mit Fragen an Nick, jederzeit, die wir auch nachreichen würden, wann auch immer die Fragen in diesem Podcast auftauchen, musste machen at fsa-online.de. Und dann mit der Verlinkung in den Veranstaltungskalender, sicherlich. Ja, müssen wir noch unterscheiden. Im Veranstaltungskalender findest du sowohl Informationen, auch unter dem Reiter Qualifizierung, als auch die Möglichkeit, dich direkt anzumelden. Mhm. Wenn du noch mal ein bisschen detailliertere Inhalte haben wirst, bist du aber in demselben Bereich Qualifizierung noch mal, gibt es eine Übersicht über alle Formate, die wir anbieten, also von B-Lizenz bis zum Torwarttrainer-Zertifikat, wo dann noch mal ein bisschen detaillierter drin steht, was da so genau passiert. Mir ist wichtig, dass das jetzt hier nicht vorkommt, als wollten wir gerade diese Frage mit Trainerinnen irgendwie abbügeln oder sowas. Auch darüber haben wir kurz gesprochen in der Vorbereitung und sind zu der Zusammenfassung gekommen, dass es halt im Moment gesamtgesellschaftlich offensichtlich einfach mehr Frauen braucht. Also man könnte jetzt darüber fachsimpeln, warum sind es jetzt noch nicht so viel oder was hindert die Leute daran oder wie ist das als Frau Trainerin zum Beispiel von einer Fußballherrenmannschaft zu sein und so weiter. Wir haben im Großen und Ganzen gedacht, dass man das Gefühl hat, dass die Masse der Fußballer männlicherweise noch nicht so weit sind, dass sie damit lässig umgehen können, um das mal so auszudrücken. Und alles, was dann noch weiter ins Detail dieser Diskussion gehen würde, würde ein eigener Podcast, glaube ich, sein, wo ich der Meinung bin, da müssten dann auch Frauen anwesend sein. Ganz wichtige Meinung. Deshalb an dieser Stelle der Cut mit unserem Ergebnis, was dick unterstrichen mit Ausrufezeichen dabei stand, einfach immer mehr Frauen in die Trainerausbildung, Trainerinnenausbildung. Und dann entwickelt sich das steter Tropfen, erhöht den Stein und irgendwann, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber redet da keiner mehr groß drüber. Habe ich das wie verabredet zusammengefasst? Verabredet war es nicht, aber gut. Nee, das war so unsere Dings. Ich wollte nur sicher gehen, dass, weil wir 3 Leute über so ein Thema sprechen, ja, sollten zumindest klar sein, dass alle 3 jetzt mit dem, was gesagt wurde, irgendwie einverstanden sind. Ich würde gerne eine Sache nachschieben, weil mir das wichtig ist. Wir hatten auch mal, da war ich selber noch nicht im Verband, aber ich habe das dunkel in Erinnerung, es gab auch mal ein spezielles Qualifizierungsangebot für Frauen, also reiner Frauenkurs für eine Trainerlizenz. Ich glaube, es war eine C-Lizenz, bin mir nicht ganz sicher. Und da war es aber tatsächlich so, dass wir ob der geringen Nachfrage das dann einfach nicht durchführen konnten, weil das in keinem Verhältnis stand. Und ich weiß, der DFB ist da aktuell auch sehr aktiv, spezielle Qualifizierungsangebote nur für Frauen zu machen. Ich glaube, Kollegen, also wir hatten gerade letzte Woche war das eine Sitzung zwischen NOV, also meinen Kollegen aus dem NOV und ich, wo wir dann über so länderübergreifende Geschichten gesprochen haben, ne? Dass wir das in Zusammenarbeit mit Brandenburg, Berlin oder so mal hinkriegen, da vielleicht dann einen Kurs auch komplett voll zu kriegen, würde mich freuen, weil wir dann auch nochmal ein spezielles Angebot machen können.
Aber ja, grundsätzlich würde ich mich über jede Frau freuen. Aber ja, die Inhalte sind die gleiche, oder? Ja, die Inhalte sind die gleiche. Also mir erschließt sich nicht im Sinne von Gleichberechtigung irgendwie, warum ein extra Frauenkurs, also das erschließt sich mir nicht. Aber das wäre jetzt auch schon wieder ein neuer Podcast. Wahrscheinlich gibt es da Argumente, weil du hast ja wahrscheinlich... Also total viele. Weil, also da wäre mein Kollege Christian Stephan, liebe Grüße an der Stelle, der bessere Ansprechpartner, der ja beim MFFC, nächstes Jahr FCM, die B-Junioren trainiert in der Bundesliga. Und eine Mädchenmannschaft zu trainieren, ist einfach vom Anforderungsprofil nochmal anders als eine Jungsmannschaft zu trainieren. Mhm. Die musst du anders ansprechen, die haben andere Themen, nicht nur ausschließlich, nicht falsch verstehen, aber da brauchst schon nochmal einen Kurs, der da gesondert drauf eingeht oder Inhalte während eines Kurses, für die jetzt im normalen Format, so wie wir es machen, da nicht die Zeit für ist einfach. Ne, insbesondere beim Nachwuchs kann ich das komplett nachvollziehen. Super, ja, super spannendes Thema, also auch mit... Ja, wie gesagt, werden wir definitiv eine Variante mal machen. Musst du einfach machen. So, jetzt sind wir beim Basiscoach. Da hören die meisten dann schon mit auf oder wie geht's dann eigentlich weiter? Also du kannst theoretisch damit aufhören. Das ist so eine Art Grundbesolung, dein Handwerkszeug. Das trainierst dann bis wohin? Gar nichts. Also du bist beim Basiscoach nicht berechtigt, sozusagen Mannschaften auf Landesebene zu trainieren. Als verantwortlicher Trainer, beziehungsweise du kannst es trotzdem machen, dann greift aber wieder unser Thema Lizenzpflicht und da gibt es ein paar Auflagen vom Verband und auch eine kleinere Strafe, weil wir natürlich auf den höchsten Spielklassen und in den höchsten Spielklassen gerne lizenzierte Trainer haben möchten, logischerweise, aber grundsätzlich schadet es ja erstmal nicht, das Zertifikat zu haben. So. Und dann kannst du, wenn du das hast, entscheiden zur C-Lizenz, was möchte ich für ein Profil machen, je nachdem, in welchem Altersbereich ich mich sehe oder vielleicht auch selber tätig bin. Und dann haben wir das Profil Kinder, das ist alles so von G bis E-Junioren, manchmal auch noch bis D. Profil Jugend von D bis A-Junioren und Erwachsene für eben SeniorInnen, beziehungsweise auch A-Jugend, weil das ist dann schon relativ nah am Seniorenfußball, da gibt es dann schon viele Schnittmengen. Welchen Umfang hat die C-Lizenz? Das sind nochmal 80 Lerneinheiten dazu, so dass der Basiscoach und die C-Lizenz zusammen, oder die Profilausbildung, so muss ich ja sagen, die bilden zusammen die C-Lizenz und das sind insgesamt 120 Lerneinheiten, die man da macht. In welchem Zeitraum schaffe ich das ungefähr? Kannst du je nach Angebotslage, also wir haben ein breites Angebot durch ganz Sachsen-Anhalt, das ist dezentral, wir sind dann auch schon in den Regionen beziehungsweise manchmal in den Kreisen unterwegs, könntest das in 6-7 Monaten schaffen. Manchmal, wenn es zeitlich nicht ganz passt, musst du ein bisschen länger warten, dann wird es vielleicht auch mal ein Jahr dauern, aber innerhalb eines Jahres ist das bequem zu schaffen. Ich habe hier und da, weil ich nicht nachprüfen konnte, deshalb kann ich dich jetzt fragen, gehört, dass halt eine Flexibilität eingefordert wurde oder dass das mitunter schwer ist, das Maß an Präsenz und Online und so weiter, dass man da nicht mal auch Menschen, die in Arbeit stehen, irgendwie entgegenkommen könnte und dass das mitunter schwer ist zu organisieren. Wie ist da deine Wahrnehmung dazu oder deine Meinung? Also so wie es jetzt ist, kommen wir den Menschen ja tatsächlich entgegen. Man muss mal schauen, wie die C-Lizenz-Ausbildung früher stattgefunden hat. Früher meine ich so vor 3-4 Jahren. Mhm. Und wie sie jetzt nach der Änderung der Ausbildungsordnung beim DFB strukturiert ist. So, um das jetzt mal ein bisschen breiter zu machen. Also der DFB musste in Abstimmung mit der UEFA die komplette Trainerausbildung für ganz Deutschland umstrukturieren. Das ist zum Beispiel eine wesentliche Vorgabe, dass alle Qualifizierungsangebote im Blended Learning Format stattfinden müssen. Und das bedeutet, dass es immer einen Online-Lernteil gibt in Selbstarbeit. Das kann man sich zeitlich legen, wie man möchte, ne, innerhalb einer bestimmten Frist, ne, damit du dann in die Präsenz mit diesem Online-Wissen auch reingehen kannst. So, aber generell großzügig, wo du selber entscheiden kannst, mache ich das nach Feier, mache ich es in meiner Mittagspause, an meinem freien Tag, morgens vor der Arbeit, egal. Und halt ein paar Präsenzterminen, wo du dich dann, wie gesagt, triffst und über das, was du im Online-Teil schon mitgenommen hast und wo du Fragen hast, dich auszutauschen und vor allen Dingen viel Praxis zu machen auf Platz. Ne, weil das ist A und O, Trainingspraxis. So, und der DFB muss natürlich dann in der Umsetzung in seinen Landesverbänden, wovon wir ja einer sind, Fußballverband Sachsen-Anhalt, muss natürlich der Landesverband die Ordnung oder beziehungsweise die Vorgaben umsetzen. Und das haben wir sozusagen letztes Jahr in 23 komplett hinbekommen. Hm. Was ein großer Kraftakt war, weil wir mussten ganz viel neu strukturieren. Wir mussten Inhalte neu entwerfen, damit sie eben auf Online-Lernen funktionieren. Und sind jetzt sozusagen, finde ich, in der Möglichkeit, um jetzt den Bogen nochmal zur alten C-Lizenz zu spannen, dass es zwar länger ist, die Ausbildung, also von der Zeit her, aber ich finde eigentlich teilnehmerfreundlicher, weil flexibler. Ja, dadurch, dass du eben im Online-Teil Sachen ausgelagert sind, die du nicht in Präsenz machen musst, musst du eben nicht mehr so häufig
vor Ort dann anwesend sein. Und in der C-Lizenz ist es so, dass wir immer einen Tag am Wochenende nehmen. Also keiner sozusagen muss sich im Normalfall Urlaub nehmen, sozusagen, um eine C-Lizenz zu machen. Wie viele Teilnehmerinnen sind da immer im Kurs? Das ist ganz unterschiedlich. Also Basiscoach haben wir ganz große Nachfrage. Da sind wir immer bei 20, also zwischen 20 und 25. Es hängt ein bisschen vom Standort ab. Und bei der C-Lizenz sind wir auf 20 gedeckelt, weil diese Betreuung, diese Individualbetreuung, die wir ja haben, also jetzt müssen wir noch weiter aus und ich hoffe, die Zeit haben wir, ne? Danny? Ich habe schon 3-4 Fragen parat, aber red erstmal weiter. Okay, also C-Lizenz alt war ja so, du hast zwei Wochen hast du Inhalt reingetrichtert bekommen, hattest gar nicht so viel Zeit selber auszuprobieren, sondern du hast häufig reproduziert. Ne? Dozent hat dir erzählt, wie musst du trainieren und du hast es nachgemacht so und am Ende gab es eine Prüfung, wo dich dann einer bewertet hat, ob du es gut nachgemacht hast. Ich übertreibe bewusst, ne? Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt. Dann hast du noch eine Klausur geschrieben, dann hast du noch an der Tafel was zeigen müssen. Und das war dann am Ende die Lizenz. So. Bisschen oldschool. Oldschool. So. Nach dem neuen System ist es so, dass man den Teilnehmer eher da abholt, wo er steht und die Entwicklung begleitet und am Ende dann schon auch ein Stück weit bewertet, aber dadurch eben die Möglichkeit hat, individuell auf jeden und vor allen Dingen seine Situation, wo er trainiert und es ist, wie ich ja schon gesagt habe, höchst heterogen, einzugehen. Und das erfordert halt einfach ein bisschen mehr Zeit in Summe. Aber das gibt den Teilnehmenden vor allen Dingen die Möglichkeit, sich auszuprobieren, ohne Druck. Wenn ich mir jetzt überlege, ich muss jetzt in einer Prüfungssituation mit einer Mannschaft, die ich nicht kenne, in einem Altersbereich, mit dem ich normalerweise nicht arbeite, in 15 Minuten performen, das ist schon Druck, finde ich. Habe ich selber oft genug erlebt. So. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das alles mit der Mannschaft zu machen, die ich trainiere. Also, ja. Wo ich meine Pappenheimer kenne, wo ich genau weiß, wie reagiert er jetzt, wenn ich den auch mal ein bisschen härter anfasse oder wenn ich dem mal einen flapsigen Spruch drücke oder so. Das ist angenehmer, stelle ich mir vor, dann Inhalte auszuprobieren, als wenn ich auf Knopfdruck funktionieren muss. In gewisser Weise ein bisschen echter, alltagstauglicher. Absolut. Also komplett. 3-4 Fragen, Danny. Ja, ich fand den Weg der C-Lizenz erstmal ganz spannend, in dass man in drei Richtungen gehen kann. Jetzt bin ich ja möglicherweise irgendwie erstmal im Jugendbereich, gibt ja viele Beispiele, das halt auch viele Profis, ja, mit denen bringe ich mich ja in Verbindung, denn im Juniorenbereich angefangen haben, A-Jugend, Nachwuchsleistungszentrum, dann zweite Mannschaft, dann erste Mannschaft. Jetzt lege ich mich zum Beispiel fest auf D-Jugend, also den ersten Bereich, Kinder, G bis E, und sage dann nach der C-Lizenz, die ich bestanden habe, ich will jetzt aber doch zur B-Lizenz. Hat die Richtung, die ich festlege in der C-Lizenz, Auswirkungen auf meinen weiteren Weg in der B-Lizenz oder ist das unerheblich? Nein, das ist unerheblich. Okay, mit, cool. mit einer Einschränkung. Wenn du eine B-Lizenz machst, dann musst du die Möglichkeit haben, deine Trainingspraxis im Verein mit einer Großfeldmannschaft beziehungsweise mindestens mit einer Neunerfeld, also das D-Jugend, dieses Hybridfeld, ne, 9 gegen 9, verkürztes Großfeld, mindestens das musst du machen können. Ja, okay. Musst du machen. Nee, okay, verstanden. Aber es war jetzt nur für den Weg. Jetzt mache ich dann 2-3 Jahre die C-Lizenz Richtung Kinder, arbeite dann oder bin dann noch Trainer dort und stelle dann auch fest, Mensch, ich will nochmal einen Weg weitergehen. Mhm. Könnte ich mit der C-Lizenz Kinder auch eine Landesklasse oder Landesligatruppe trainieren? Im Herrenbereich? Ja. Okay, also da gibt es keine Abweichungen. Nein. Okay, gut, verstanden. Stark. Ich habe einen Witz. Wenn man nämlich 3 Jahre Kinder trainiert hat, kann man direkt in die alte Herren gehen. Das ist kein großer Unterschied. Zumindest psychologisch. Haben wir C-Lizenz alt und neu besprochen. Finde ich erstmal mega spannend. Gehen wir mal Richtung B-Lizenz. Ist ja die höchste, die man im Bundesland erwerben kann. Jetzt gibt es ja gerade so Verbandsliga und Landesliga auf Landesebene gesehen ja viele neumodische Sachen, viele Mannschaften und Trainer setzen auf unseren Partner WEO und setzen da auch dieses Thema Videoanalysen extrem mit ein und versuchen da die Mannschaften weiterzubringen. Andere setzen auch auf Laufwerte. Vorgestern haben wir Laktattests gesprochen. Frage dazu erstmal, wie digital ist sind eure Lerneinheiten? Das hast du, glaube ich, schon beschrieben. Aber setzt ihr auch so Videoanalysen sowas mit ein? Ist das Bestandteil? Und ab wann sagst du, ist sowas denn überhaupt sinnvoll? Jetzt kurz letzte Frage, letzter Ansatz dazu. Ich sag mal, Kreisliga, Kreisebene, Landesklasse hast du wahrscheinlich so 1-2 Mal Training. Landesliga, Verbandsliga 2-3 Mal. Tendenziell manche Mannschaften, die ambitioniert sind, vielleicht auch 4 Mal. Da einfach mal ein Gefühl zu bekommen, ab wann du sowas empfehlen würdest, wenn man es kann, pauschal. Ja, also waren jetzt, glaube ich, 2 verschiedene Fragen. Ja, möglich. Zum einen, wie digital ist die Ausbildung? Ja. Und zum anderen, ab wann ergeben bestimmte Hilfsmittel, bestimmte Tools sozusagen Sinn. Also unsere Ausbildung ist natürlich gerade durch das Blended Learning Format, in dem wir jetzt alles machen, schon recht digital. Das heißt, wir schulen auch, gerade für die, die es vielleicht auch noch nicht haben,
Medienkompetenz so ein bisschen mit. In der C-Lizenz geht es aber nicht um Spielanalyse, sondern es geht vor allen Dingen um eine Selbstreflexion. Also wenn die Trainer zum Beispiel ihre Anwendung machen mit dem Wissen in ihrem Verein, mit ihrer Mannschaft, dann filmen sie sich selber auch beim Training. Relativ einfach, hört sich komplizierter an, als es ist. Mit jedem handelsüblichen Smartphone heutzutage möglich. Und dann reflektieren sie das. Also sie schauen sich ihr eigenes Training nochmal an und markieren dann sozusagen auf unserer Lernplattform Stellen, wo ihnen was auffällt. Mensch, hier hätte ich den vielleicht anders ansprechen müssen oder hier war ich in meiner Ansprache nicht so klar oder hier ist mir eine gute Situation entgangen, um mal meinen Coaching-Schwerpunkt, meinen inhaltlichen klar zu machen, sodass wir da vor allen Dingen das zur Selbstreflexion einsetzen. In der B-Lizenz ist es anders und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Da schauen wir uns halt schon die Grundlagen von Videoanalyse an. Also ich habe jetzt meine Mannschaft, ich möchte einen bestimmten Aspekt des Spiels meiner Mannschaft oder eines einzelnen Spielers besser machen, brauche ich ja erstmal Videomaterial dazu, um mir das A nochmal anzuschauen und gucken, wo hat jetzt das Problem gelegen oder wie kann ich jetzt einem Spieler helfen in einer bestimmten Situation, um daraus abgeleitet dann erstmal mit dem sich das anzugucken und auch Trainingsinhalte abzuleiten, die ich dann auf dem Platz sozusagen umsetze. Und da ist VO ein Tool, was natürlich viele Sachen auch schon aufbereitet im Hintergrund durch die KI und so weiter und so fort. Aber nochmal, das geht heutzutage mit einem handelsüblichen Smartphone, ne, dass ich mein Training und mein Spiel filmen kann und auswerten kann. Also für die das noch nie erlebt haben, ihr wisst, dass ich ein großer Freund der untersten Spielklassen bin. VO ist dieses komische UFO, was man an der Mittellinie hoch, so 12 Meter oder was weiß ich so, hocheiert und dann werden mit 3 Kameras, glaube ich, je nachdem, welches Modell man hat, werden da die Spielfelder eingeteilt und dann die KI rechnet dann sogar raus, welchen Teil man haben will. Na, die und macht so weiter, ja, die schneidet ja die Sequenzen die schon. Sequenzen, je nachdem, welches Abo man hat, kann man denn jetzt schon sagen, zeig mir alle Tore an, ich kann die Spieler zuordnen. Also ich persönlich, als Vereinssicht sage ich, ist das ein Mehrwert? Also, ab wann ist es für dich ein Mehrwert? Ab wann, also ich persönlich sage, das ist unabhängig davon, das liegt an den Zielen des Vereins und des Trainers, wie ich weiterentwickeln will. Das heißt, wenn du anfängst irgendwo in einer Kreisklasse, unterste, das ergibt keinen Sinn. Oder? Nee, da würde ich Danny tatsächlich widersprechen, weil am Ende des Tages machst du Spieler besser, wenn die jetzt in einer Kreisligamannschaft, hatte ich vorhin skizziert, sich einmal in der Woche treffen, wollen vor allen Dingen Spaß haben. Ja, genau. Ich glaube, da hat keiner Bock. Genau, ich sag ja, wenn aber die Kreisligamannschaft Bock hat, aufzusteigen. Ja, aber dann, wenn du einmal Training in der Woche hast, Danny, dann hilft dir das nicht groß weiter. Ich sag, ab zweimal Training in der Woche, denke ich, ist es schon mehr wert. Warte mal, Kreisklasse, einmal in der Woche treffen, Video machen und Bier trinken. Sensation. Vier Stunden Training. Trainer, erklär mal, warum wir auf dem letzten Platz sind. Ja. Wir haben noch immer so viel Spaß. Aber ich denke schon, dass so ab 2 Trainingseinheiten bis 3 Trainingseinheiten das schon einen Mehrwert hat. Und nicht nur, dass es die Trainer mit den Spielern machen. Da bin ich auch ein Freund von, das in kleinen Gruppen zu machen und nicht in großer Gruppe. Ich kenne Trainer, ich hatte Trainer, da haben wir uns quasi Spielanalysen angeguckt von dem ganzen Spiel. Da waren Abwehrangriffe, Abwehr und Angriffe. Da waren Standards auf einmal mit bei und nicht skaliert auf die Bereiche, also Abwehr, Mittelfeld, Angriff, Torwartspiel zum Beispiel. Da bin ich ein Freund von, das in kleineren Gruppen zu machen und auch nur kleine Sequenzen rauszunehmen. Oder halt der ambitionierte Spieler, der professionelle Spieler, auch im Amateurbereich, guckt sich auch so eine Sachen selber an. Bei VO ist es so, da kriegt jeder einen Spieler einen Zugang und kann sich das ganze Spiel nochmal angucken, er kann sich seine Szene angucken. Ja, ach, das ab wann im Amateurbereich, ab wann sind die da into it? Also ab wann geht das da so? Jetzt mal zwei Sachen, ich beantworte deine Frage gleich. Also ich bin bei dir und das ist das Schöne eben dann an der B-Lizenz, weil da kriegst du sozusagen beigebracht, wie strukturiere ich auch so eine Videoanalyse? Wie lange sollte das dauern? Ne? Wie lange sollten das, also insgesamt, und wie lange einzelne Sequenzen, wie viele nehme ich überhaupt aus einer bestimmten Spielphase? Ne? Wie sortiere ich die? Wie ordne ich die hintereinander an? Mache ich das in der Gruppe? Mache ich das vor der ganzen Mannschaft? Das sind alles Themen, die besprochen werden, sozusagen. Wie analysiere ich überhaupt eine Einzelszene? Das sind Punkte. So, und da bin ich bei dir. Das darf auf keinen Fall zu lange dauern. Also selbst im Top-Level-Niveau dauern so eine Analysen, glaube ich, selten länger als so 20, 25 Minuten. Das andere ist einfach eine Frage wirklich der Ambition und der Haltung. Wenn du einen Trainer hast in der Landesliga, der eine ganz hungrige Truppe hat, also gerade viele jüngere Spieler, die das vielleicht irgendwie auch schon mal mitbekommen haben, weil sie in einem höherklassigen Verein oder im ambitionierten Nachwuchsverein gearbeitet haben, die das kennen, die sind total dankbar dafür. Ne? Und die, das, was du gesagt hast, die wollen dann auch diesen Einzelzugang und sich Szenen von sich nochmal angucken. Nicht alle, aber mehrheitlich so. Und da ist dann eben auch der Mehrwert. Und die Frage ist dann am Ende, wie viel Zeit habe ich, das dann in Training zu übertragen? Und ich glaube, da ergibt alles unterhalb von 3-mal Training in der Woche jetzt nicht so viel Sinn. Was nicht heißt, dass man es nicht machen kann. Aber wenn du wirklich was beeinflussen willst, brauchst du einfach Trainingszeit dafür. Okay. Und mit 3-mal Training in der Woche, glaube ich, ist das schon in Verbindung Videotraining gut möglich. Und aufwärts, logischerweise. Und du musst es natürlich als Trainer auch gut an die Mannschaft bringen und so. Das stelle ich mir auch
Also stell dir mal vor, wenn du als junger, ambitionierter Trainer in so eine gewachsene Mannschaft kommst, was weiß ich, im Landesklassen- oder Landesligabereich oder sowas, der sich halt komplett was vorgenommen hat, weil ihm irgendein Sponsor gesagt hat, Diggi, hier gibst du Prämie, wenn du aufsteigst. Oder gibst du was im Amateurbereich? Trecker habe ich gehört. Trecker und für mich ist mal eine Ablöse bezahlt worden. Tatsächlich? Geboten worden, nicht gezahlt. Ich dachte, du warst immer bei Bürde? Ein halbes, ich bin meinem Verein treu geblieben, obwohl ich nach Lüderburg wechseln sollte. Lüderburg wechseln sollte. Für ein halbes Schwein und einen Trecker. Und damals, das war kurz nach der Wende, und damals waren sich die Ligen selber noch nicht so einig, welches die oberen und welches die unteren sind. Das war eine kleine, lustige Herrentagsgeschichte, die hat wirklich so stattgefunden. Außerdem hätte ich es nicht erzählt, wenn du nicht gefragt hättest, gibt's Ablösesummen? Und das ist aus deinem Mund eine absolut lächerliche Frage, ehrlich gesagt. Ich hätte gefragt, ob es Prämien gibt. Das ist noch eine lächerlichere Frage. Ich meine, hast du nicht ein ganzes Auto davon mal bezahlt? Angeblich. Oh, das kommt mir bekannt vor. Das hat mir... Auf dem Hinweg. Hat es ja Baby. Ich bin wirklich... Aber nur, ist das lustig? Aber nur, weil wir mit meinem Auto hergefahren sind. Das sind 12 Jahre alt. Ja? Danny hat irgendwann mal nach der dritten Folge zu mir gesagt, ich hoffe, dass meine Sprüche nie ausgehen. Das ist der Moment erreicht. Ja? Du wiederholst dich. Ja. Nein. So, jetzt war die Spaßabteilung wieder am Start. B-Lizenz. Was kommt dann danach noch? Also, weil ich habe jetzt wahrgenommen, ihr versucht so viel wie möglich, Basiscoach, da versucht man so viel wie möglich zu machen. Nachvollziehbar. Dann auf 20 gedeckelt in einer C-Lizenz. Und in der B-Lizenz, wie geht's dann da weiter? Sind das dann nur noch 10? Sind das nur noch 15? Oder wie macht ihr das? Auch bis zu 20. Okay. Aber in der aktuellen B-Lizenz sind wir 16 oder 17. Mhm. Was aber auch okay ist. Ich will vielleicht noch, wenn ich jetzt die Möglichkeit mal habe, auf unsere anderen Formate, die jetzt hier nicht hinten runterfallen sollen, wir unterhalten uns gerade nur über die Lizenzen, aber wir haben noch ganz viele andere spannende Formate, unter anderem das Kindertrainerzertifikat, was ich jetzt jedem empfehlen möchte, wirklich ans Herz legen möchte, der eine Kindermannschaft trainiert, sind 2 Präsenztage, sind 1-2 Videos, die man sich im Online-Teil nur anschaut, da muss man wirklich nur zuschauen und aufnehmen, was dir erstmal die Grundlagen von ordentlichem Kindertraining, von gutem Kindertraining zeigt, weil das ganz anders ist, als eine Erwachsenenmannschaft zu trainieren. Sehr, sehr niedrigschwellig, wie gesagt, 2 Samstage oder Sonntage, die man da machen muss. Super Zertifikat, wie ich finde, auch um erstmal reinzuschnuppern, wenn man noch gar nicht weiß, ob man überhaupt eine Lizenz machen möchte. Bin ich mehrfach schon darauf angesprochen worden, hatte ich den Eindruck, dass man da noch sogar mehr Angebote liefern könnte, weil so viele Leute da mitmachen wollen. Ja, die alle gesagt haben, ich komme nicht rein, wann ist denn der nächste Kurs? Ist das nur so gefährliche Privatdemoskopie oder ja, ist das so? Gefährliches Halbwissen, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, dass wir schon sehr breit gefächerte Angebote haben. Das hängt immer auch ein bisschen von der Region ab. Letztlich. Ja, siehst du, genau. Also da muss man dann, wenn man, okay, es wird nicht überall aber wir haben, lokal, ja? Also genau, also die sind dezentral. Das heißt, da sind wir wirklich auch bei den kleinsten Vereinen. Okay. Wenn jetzt ein Verein kommt und sagt, ich habe 12 Kindertrainer oder 10 und im Nachbardorf sind nochmal 5 und im Nachbardorf sind nochmal... Einfach Christian Stefan anrufen, nochmal an der Stelle, super Mitarbeiter. Kann man an der Stelle wirklich nur sagen, ein bisschen zu wenig. Christian Stefan, wenn ihr was über Fußball, über Philosophie, über Lokführergeschichten... Über Kindertraining und das auch in der besten Form und auf alle Lebensbereiche, auf Augenhöhe, mit unfassbar viel Humor vermittelt haben wollt, Kindertrainerzertifikat bei Christian Stefan... Ja. Ganz groß. Also kann man eigentlich einfach nur, weil man es mal gemacht haben muss, egal ob man danach als Trainer oder Trainerin arbeitet, um den kennenlernen zu haben, hat man was fürs Leben mitgenommen bei Christian. Also den anrufen und sagen, hey Christian, können wir eventuell, keine Ahnung, in dem Monat das nochmal anbieten bei uns. Aber ich glaube, dass wir insgesamt von der Anzahl der Angebote gut aufgestellt sind. Also wir haben, glaube ich, 1000 Mal das Kindertrainerzertifikat, wir haben 1000 Mal in Sachsen-Anhalt den Basiscoach. Wir haben insgesamt 9 Profillehrgänge für die C-Lizenz, einmal B-Lizenz, das ist schon krass. Und ganz neu, hätte ich selber nicht für möglich gehalten. Wir haben ein Torwarttrainer-Zertifikat, das hatten wir vor 4 oder 5 Jahren, das letzte Mal. Einsteigerkurs für alle, die Torwarttraining machen möchten. Waren wir uns voll unsicher, ob wir so einen Kurs überhaupt voll kriegen innerhalb von 2 Wochen. Ich muss schwindeln, ausgebucht. Mega. Also wirklich, hätte ich nicht für möglich gehalten. Bin ich ganz gespannt drauf, fängt jetzt im August, glaube ich, in Bernburg. Ich frage für einen Freund, kann man, wenn man 1,70 groß ist, Torwarttrainer sein? Klar. Sehe ich dich komplett. Ich habe für einen Freund die Frage. Also im Eishockey. Ja. Ich habe noch eine letzte Deep Dive-Frage, bevor wir jetzt wirklich dann zum amüsanten Teil kommen. Was? So, jetzt geht das los. Jetzt hattest du ja wahnsinnig viele Sachen aufgezählt und ich kenne ja nur euer Team. Wie schafft ihr es, das so grundsätzlich alles zu stemmen? Habt ihr da Unterstützung? Habt ihr Honorarkräfte? Habt ihr Dozenten? Ja.
Ja, ganz gut. Tolle Frage. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Ehrenamtler und Honorarkräfte, die für uns dann auch diese Formate in den Kreisen machen. Also es betrifft vor allen Dingen den Basiscoach, aber auch das Kindertrainerzertifikat. Mhm. Und unsere Referenten in den Kreisen unterstützen dann auch punktuell bei der C-Lizenz-Ausbildung. Bei der C-Lizenz-Ausbildung ist allerdings so, dass wir das hauptverantwortlich voll aus dem Hauptamt machen. Und das unterscheidet uns zum Beispiel auch von anderen Verbänden. Wir wollen einfach sehr viel Zeit rein investieren, wollen halt unsere besten Leute sozusagen arbeiten lassen mit den angehenden Trainern in Sachsen-Anhalt, um sozusagen über die Trainerqualität auch die Spielerqualität zu erhöhen. Weil der größte Hebel ist der Trainer letztlich. Also klar, du wirst jetzt einen guten Spieler nicht schlechter trainieren, aber je besser der Trainer ist, auch im Kindesalter schon, umso höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass der Junge oder das Kind am Ende mal vielleicht auch als Spieler in der eigenen Herrenmannschaft spielt. Und das muss ja das Ziel sein heutzutage, dass sie möglichst lange erstmal dabei bleiben und idealerweise im eigenen Verein. So, und da ist der Trainer total wichtig an der Stelle. Und wenn wir die besser machen, glaube ich auch, dass wir den Fußball insgesamt voranbringen in Sachsen-Anhalt und vor allen Dingen auch mehr Kinder und Jugendliche für diesen tollen Sport begeistern. Ja, bin ich komplett bei dir, weil irgendwann fangen ja die Spieler an, auch ein bisschen Höhe zu bekommen. Und die sagen dann natürlich auch, mich darf halt nur ein Trainer trainieren. Ich kenne da so einen Spieler, der das gesagt hat. Und von daher ist der Rest halt für mich einfach nur ein Übungsleiter. Ohne Lizenz bist du halt nur ein Übungsleiter. Oder wie war der andere Spruch vom selben Menschen? Es ist egal, wer unter mir Trainer ist. Richtig, weil ich die Trainer besser mache. Ach, warst du das? Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten, dass das aus deinem Mund gekommen ist. Ja, ganz unwahrscheinlich. Wir haben noch gar nicht über Kosten gesprochen übrigens. Wie ist denn das mit der Kohle? Ja. Boah, spannende Frage. Ist immer wieder natürlich auch kontrovers diskutiertes Thema, auch innerhalb des Verbandes. Wir haben vor, glaube ich, anderthalb Jahren haben wir da eine Anpassung vorgenommen. Weil durch diese Formatsänderungen und mehr aus dem Hauptamt betreuen und Blended Learning, das dauert alles länger, muss man natürlich ein Stück weit die Gebühren auch dafür erhöhen, ohne dass wir jetzt irgendwie übermäßig teuer sind. Wir bezahlen oder aktuell bezahlen Teilnehmer für den Basiscoach 150 Euro für das Zertifikat. Mhm. Die C-Lizenz kostet oder die Profilausbildung kostet, korrekt formuliert, 300 Euro. Also zusammen sind es dann 450 für eine C-Lizenz, weil das beides bildet ja zusammen die eigentliche C-Lizenz. Kindertrainer-Zertifikat sind 75, schwindeln, auf jeden Fall unter 100, genau. Fast mit das Wichtigste, ja. Da müsste man möglichst vielen Leuten sagen, dass da viele, viele reingehen, weil es gibt Vereine, haben wir ja auch in einer Recherche mitbekommen, da platzen die Nachwuchsabteilungen aus allen Nähten, gerade in diesem ganz unteren Bereich, wo es wichtig ist, wo man dann schnell mal einen Papa hinstellt, der das dann so macht, aber mit einem Kindertrainerzertifikat ist es besser, ja. Absolut. Und die Preise sind doch im Vergleich zu anderen Landesverbänden jetzt so mittel, habe ich jetzt so, wir sind im Mittelfeld. Ja, deutschlandweit sind wir sogar ganz weit hinten damit, also im unteren Drittel, was die Kosten angeht. Im Sinne von preiswert sein. Genau, also Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut, würde ich denken, gerade weil ich auch häufig Austausch mit den Kollegen aus den anderen Verbänden habe. Wenn man jetzt das mit dem Osten mal vergleicht, glaube ich, da sind wir irgendwie so im Mittelfeld. Also wir sind teurer als MV, also Mecklenburg-Vorpommern, in Teilen als Thüringen bei bestimmten Formaten, nicht bei allen, sind aber günstiger als Brandenburg, Sachsen und Berlin zum Beispiel. So, also da wären wir jetzt im Mittelfeld, aber deutschlandweit sind wir halt hinten, ne, bei den Kosten. Und dafür bieten wir, glaube ich, ohne dass ich jetzt irgendwie uns selber da auf die Schulter klopfen möchte, aber wenn man das objektiv betrachtet, bieten wir, glaube ich, schon relativ viel fürs Geld. Bezahlen das dann die Vereine oder passiert das privat? Ist total unterschiedlich. Ich erlebe es in der Vergangenheit immer häufiger, dass die Vereine ein Eigeninteresse daran haben und ihren Trainern das bezahlen. Aber es gibt natürlich auch genauso viele, die das selber halt bezahlen. Das ist unterschiedlich, aber beides geht. Was man ja an der Stelle nicht unerwähnt lassen darf, gibt es beispielsweise im Harz eine ganz spannende Kooperation mit der Volksbank. Ja. Da ist es so, dass die Basisausbildung primär erstmal mit übernommen wird als Sponsoring und wir beide, oder komplett genau, und die C-Lizenz in Teilen, das wird sich herauskristallisieren, wie viele dann teilnehmen. Das ist ein ganz spannendes Modell, was ja auch unsere Aufgabe ist, das so ein Stück weit eventuell flächendeckender hinzubekommen mit anderen Volksbanken aus anderen Regionen, dass wir so diese Einstiegshürde, diese Niederschwellige halt so attraktiv wie möglich machen. Und ich glaube, der finanzielle Aspekt ist auch gerade im Amateurbereich da immer noch da, weil nicht jeder Verein kann sich das halt leisten. Es gibt Vereine, die machen das, weil sie das wollen, weil sie das durchdrücken wollen. Manche sagen aber auch, Mensch, haben wir jetzt eigentlich keinen Mehrwert von, sehen wir aktuell nicht oder können uns das einfach faktisch auch nicht leisten. Ja, ich muss aber ganz kurz einhaken, Danny, sorry, dass ich da reinpresche. Der Verein hat aber auch Vorteile. Also je mehr lizenzierte Trainer hat, umso mehr Zuschuss kriegt er auch vom Landessportbund. Ja, korrekt. Aber 10 Trainer hingestellt für 450 Euro sind halt auch 4.500 Euro für einen Verein, was ja relativ viel ist. Alles Gute ist im Prinzip, glaube ich,
die Botschaft, die Danny jetzt auch gerade sendet, von der ich hoffe, dass sie auch nochmal jetzt verstärkt wird, ist halt einfach, wenn jemand auch einen kleinen Dienst an der Gesellschaft tun möchte, ist ein Sponsorengagement in diesem Bereich auf jeden Fall für uns einerseits begrüßenswert, andererseits auch absolut exzellent. Also total. Das ist halt wirklich, wenn ich möchte was in, weil wir, was haben, womit haben wir es denn zu tun? Ihr bringt Menschen bei, wie man eine große Masse miteinander dazu bringt, an einem Ziel zu arbeiten, mit allem, was dazugehört. Psychologie, Empathie, Miteinander, Gemeinschaft und das, was dann halt da auf so einem Platz wichtig ist, um einen Erfolg zu erzielen. Und das halt von Menschen, die das als Ausbildung hatten, als eine gute Ausbildung hatten, vermittelt zu bekommen in einem Verein, ist wahrscheinlich noch zielführender und ein gutes Ding als auch ein Ehrenamtler, der sich einfach hinstellt und da die Trainingseinheit mit abdeckt, be my guest, das ist total toll und da wollen wir ja niemanden missen, da gibt's auch ganz, ganz viele von. Aber das Ganze halt mit einer gewissen Lizenz und mit Hand und Fuß zu machen, glaube ich, würde in the long run auch für die Gesellschaft was bringen. Zumindest im Bereich des Amateurfußballs. Wollen uns jetzt ja nur nicht zu wichtig nehmen, aber wir sind ja ganz schön viele. Total gut zusammengefasst, Stefan. Ich hätte fast gedacht, dass du es nicht zum ersten Mal machst, aber... Doch, ist zum ersten Mal gewesen. Es fiel mir jetzt nochmal ein, weil wir ja wirklich, wir wollen hier transparent sein, wir wollen ehrlich sein, wir wollen keine Probleme auslassen. Na klar, albern wir hier mitunter auch rum oder so, aber das ist immer ein Thema, was wichtig ist. Und wenn jetzt nach meinem Spruch auch nur ein Sponsor meine Mille raushaut für eine flächendeckende Trainerausbildung in Sachsen-Anhalt, kriege ich von meinem Chef Danny ein Yes-Tortilla auf den Tisch gestellt. Mit Kerze. Und zwar jeden Montag. Die aber nicht brennt. Die nicht die muss anziehen, muss es selber. Energiekrise. Stefan. Was bloß auf. Oh, herrlich. Brechen wir hier eigentlich jetzt ab oder verfasert sich das dann jetzt zu viel, wenn wir noch weiter in die oberen Lizenzen so reingehen? Oder ist bei B-Lizenz dann auch Schluss? Geht's dann woanders weiter? Ja, also dauert nicht lange. B-Lizenz ist das Höchste, was ausgebildet wird im eigenen Landesverband. Alles darüber macht der DFB selber. Das heißt dann Elite-Ausbildung, habe ich mir nicht ausgedacht, haben die sich so ausgedacht. Und findet dann an verschiedenen Standorten deutschlandweit statt. Ah, okay. Also danach musst du dich sozusagen entscheiden, mache ich jetzt diesen Strang Senioren, Schrägstrich oberer Amateurbereich, Profifußball, dann A-Lizenz, Pro-Lizenz, würde es weitergehen, oder mache ich Top-Level Junioren, dann wäre B plus A plus der Strang, auf dem du dich bewegen würdest. Und das musst du dann halt wirklich wollen und da muss ein anderer finanzieller Background auch dahinter sein. Das muss ich mir definitiv leisten können und auch wollen, weil diese Ausbildungen, die dauern schon lang. Ne? Also meine A plus zum Beispiel, die ging 12 Monate. Mhm. So, pro Lizenz gehen, glaube ich, 14 mittlerweile. Also, das ist schon vergnügungssteuerpflichtig. Mhm. Ja, das bedeutet, dass wir hoffentlich ein großes Maß an Menschen vielleicht auch hier interessieren können, vielleicht sogar begeistern. Auf jeden Fall Kindertrainer-Zertifikat beziehungsweise Basiscoach und dann halt C-Lizenz kann man schon mal kicken. Dann kann man im Amateurfußball schon einiges reißen, oder? Da kann ich faktisch alles mit trainieren in Sachsen-Anhalt, außer Herrenverbandsliga. Das ist die einzige Spielklasse, für die ich eine B-Lizenz benötige. Ja. Den Rest bin ich legitimiert zu trainieren. Haben wir eigentlich zum Thema Trainer, Ausbildung, Lizenzen, wir haben Christian Stefan jetzt groß gelobt, aber da sind noch ein paar andere Leute mit dabei. Also du hast jetzt so, ja. Aber du hast Angst, dass du den Namen vergisst, wenn jetzt alle irgendwie... Auf keinen Fall. Die habe ich auswendig gelernt, dass ich die Kollegen nicht vergesse. Hier die Oscar-Dankesrede an alle Menschen im FSA. Ja, also erstmal Thema B-Lizenz-Ausbildung. Seit Jahren total erfahrener Ausbilder, sehr guter Trainer Dieter Hausdörfer, der das seit Jahren macht, federführend. Ansonsten noch der Kollege Steffen Schäler, der vor allen Dingen eben im weiblichen Bereich sehr, sehr viel leistet und auch schon seit Jahren für den Verband leistet. Macht tatsächlich aber nicht so viel in der Ausbildung, unterstützt mal an der einen oder anderen Stelle, macht mehr Talentförderung. Dann im Hintergrund Caroline Hildebrand, die alles rings um Lizenzen, Anmeldungen, Abwicklung, Unterlagen hin und her schicken, Kurse anlegen etc. macht. Christian Schäfer hatten wir schon erwähnt, meine Wenigkeit Julius Riemann. Der neu zu uns gestoßen ist oder demnächst stoßen wird, kann man so sagen, glaube ich.
der dann auch in der C-Lizenz-Ausbildung groß unterstützen wird. Und last but not least Helena Lämmerhirt, unsere Werkstudentin, die sich im Backoffice um alles, was Lizenzen, Verlängerung von Lizenzen, ein gutes Team und so weiter kümmert. Genau. Gerade wie du es gerade aufgezählt hast, wie die Gesichter vorbeigezogen sind. Ich glaube, er ist in der Geschäftsstelle gerade einmal die Sitzplätze durchgegangen. Ich habe gerade gesagt, Dieter Hausdörfer, der vielleicht der Grummlige, kann man jetzt sagen, VfL Halle, auch Trainer. Gestern irgendwie ein gutes Los, Zugelost. Also, ja, genau. Ich dankbar sein. Gleich im Bogen gespannt. Also Dieter Hausdörfer, der so der grummelige Alte, mal so der Ernst Happel, für die Älteren kennen ihn vielleicht, der Ernst Happel bei uns in der Geschäftsstelle. Ich kenne Ernst Happel nicht. Ist das dein Ernst? Also ich kenne den Namen, aber wann war das? 1960? Ernst Happel, 1982, Landesmeisterpokal, HSV, Trainer von Felix Magath. Das weißt du? Der österreichische Grantl, das ist noch ein Typ, der hat zu Journalisten gar nichts gesagt, und zwar, weil er es kann, und hat immer mit einer Kippe auf der Trainerbank noch gesessen. Ja, da war mein Papa, 82, war mein Papa 17. Ja, genau. Fetzt, ja, da habe ich, mit deinem Papa Junioren gespielt. Nein, genau. Nee, Hausdorfer, dann halt Scheles, muss man sagen, macht in der Ausbildung nicht so viel, kann ich verstehen, weil wenn der in den Raum reinkommt, dann haben ja alle erstmal Angst. 2 Meter groß, Riesendings. Christian Stephan haben wir schon gesagt, Caro Hildebrand, Sensationsperson. Caro und Helena machen zusammen die Feriencamps, die wir jetzt erfolgreich auch gestartet sind, also nicht gestartet, sondern letzte Woche abgeschlossen haben. Ja, selber immer noch als Kickerin beim MFFC, wahnsinnig erfolgreich, als Sechserin, Kapitänin ist sie, glaube ich, auch in ihrer Truppe. Und immer wenn ihr sie fragt, so kommst du heute Morgen her, immer im Trainingsanzug, und ich komme gerade vom Kraftmachen. Ja, oder schon 10 Kilometer gelaufen. Ja. Das ist ein schlechtes. Das ist eine richtige Maschine. Das ist wirklich. Und wen haben wir jetzt? Julius Riemann ist natürlich für mich. Julius Riemann ist so ein Typ. Wie ist denn der lizenzmäßig unterwegs? Traust du dem eine höherklassigere Trainerausbildung auch zu oder so? Hat eine B-Lizenz, oder? Ich glaube, der eine B+ hat er, meine ich. Wahnsinn. Ja. Und er ist ja noch schweinejung. Also der ist ja noch richtig jung. Das heißt, er dürfte mich in 3-4 Jahren trainieren, was meinst du? Wo willst du in 4 Jahren spielen? Alte Herren, Bayern München oder was? Warum alte Herren? Alter, du kannst es nicht mehr. Du bist 35, also ist so langsam. Torjägerstatistik in der Landesliga sagt was anderes, Stefan. Ja, ich weiß. Aber ich muss doch hinterkommen, welchen Bot der da eingebaut hat. Da ist irgendwas nicht. Lass uns gleich mal den Bogen zum aktuellen Fußball spannen. Das war besser ging's doch gar nicht. Ja. Landespokal hatten wir drüber gesprochen. 2 spannende Lose in Halle, Derby und in Weißenfels Germania Halberstadt. Ich würde mal mich festlegen auf ein Finale. Weißenfels gegen HFC. Wo auch immer. Überraschungssieg von Weißenfels, sagst du? Ja, überraschend. Gar nicht unwahrscheinlich. Gute Mannschaft, vor allen Dingen offensiv bumsstark. Hast du nicht Rosner trainiert oder gesehen oder im NLZ gehabt? Ich kenne ihn selber nicht trainiert. Ich kenne ihn aber aus diversen Spielen mit Teams gegen ihn. Talentierter Kicker. Glaube tatsächlich, dass der ein Ticken zu gut ist für die Spielklasse eigentlich. aber das könnte tatsächlich eine Überraschung geben. Aber Halberstadt, auch viele Spieler dabei, die ich selber auch trainiert habe. Ne? Bei Halberstadt in der ersten Mannschaft. Ich glaube, dass sich Halberstadt das in diesem Jahr nicht, die lassen sich nicht nochmal von irgendwem depieren. Ist qualitativ keine Verbandsliga-Mannschaft in meinen Augen, sondern eine drüber. Alleine schon aufgrund der internationalen Zusammenstellung dieses Teams. Ich glaube, die haben auch 7, 8 Nationalitäten dabei. Okay. Haben einen Sturm, der zusammen jetzt schon mindestens 40 Tore geschossen hat. Safe. Mindestens. Safe. Nur geschossen, zusätzlich noch Assists. Also das ist schon eine brutal starke Truppe. Und Die unangefochten Spitzenreiter in ihrer... Nein, sind jetzt wieder rangekommen, sind Zweiter mit 1 Punkt, 2 Punkte Rückstand. Also wird spannend. Ja. Verbandssieger ist ja jetzt on top in den nächsten 2 Monaten, da haben wir genug drüber zu sprechen. Ich würde noch mal kurz weil wir über Landespokal sprechen, hat uns ja eine Mail erreicht, da würde ich mal auch, wie komme ich denn eigentlich in Landespokal, wenn ich jetzt nicht unbedingt Landesliga oder Verbandssieger oder Oberliga spiele, nämlich über den Kreispokal, Stefan. Ich selber dürfte mal ein Kreispokalfinale spielen, oder in dem Fall eine Stadtpokalfinale, das passt ganz gut, in Magdeburg, hatte ich meinen damaligen Trainer gefragt, ob ich in der 2. mitspielen darf, weil es wahrscheinlich für mich die letzte Chance ist, irgendwie mal so einen Stadtpokal zu gewinnen, weil der Weg ging halt nur nach oben. Ja. Und dementsprechend durfte ich da mitspielen mit der Erlaubnis. Und ich habe dieses Finale 19-0 verloren, will ich an der Stelle sagen. Ja? Nicht lachen. Ja? Ich weiß, was draufsteht. Ja?
Ja. Aber hast du denn hinterher nochmal auf dem Sportplatz getroffen? Weil die mehr, die man sich erzählt, ist ja, du hast auf jedem Sportplatz schon mal getroffen. Aber wenn du da zu null verloren hast, da ja dann nicht. Ich hatte tatsächlich die auf diesem... Die mehr, die er erzählt. Nein. Die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Das war ja mein Heimatverein, bei dem das Finale war. Okay. Das war Handwerk 2 gegen Fortuna bei TuS. Bei TuS habe ich ungelogen, keine Ahnung, wie viele Tore. Aber weißt du, was das Geheimnis für mich ist? Ja. Du wolltest auf die Mail von Kevin Spilgis kommen und redest seit fünf Minuten über dich schon wieder. Ich nehme auch Sachen auf, ja. Und nichts Ansatz ist gut. Am Wochenende ist ein Verein dazugekommen, auf dessen Platz ich noch nicht getroffen habe. Zurück zu Kevin. Warnow, Harvey Wenkel. Erstes Spiel in Warnow. Schönen Grüße in den Norden. Und nicht getroffen. Haben sie gut verteidigt. Und trotzdem warst du mit einem Bild auf einem Medienportal zu sehen. Aber ist der Platz nicht auch so klein da? Sag mal, war das nicht so? Ich finde den mega charmant. Ja. Es kommt halt ein Stürmer entgegen, der sich in der Box am wohlsten fühlt. Ja. Box relativ nah, also die ist quasi omnipräsent. Ja, nur dir nicht. Ja. Ich würde fast sagen, dass seine Mitspieler ihn einfach schlecht bedient haben. Nein. Das war's. Auf jeden Fall, Kevin Spiegel zurück, genau. Liebe Grüße an Kevin. Man kommt natürlich nur in den Landespokal, wenn man den Stadtpokal oder Kreispokal gewinnt. Und Roter Stern Sugenburg ist in Magdeburg in das Finale eingezogen und hat einen Landesklassisten rausgeschmissen. Leider TuS Neustadt in dem Fall. Und spielt jetzt, also leider mein Jugendverein, und spielt jetzt im Finale gegen Seiler-Wiesen. Ganz spannendes Spiel, 200 Zuschauer. Und er selber bei Roter Stern, ich glaube, aktiv in der ersten Mannschaft, in der zweiten Mannschaft, im Vorstand. Also von daher, Grüße gehen raus und wir nehmen die Mail gerne zur Kenntnis. Und die Bewerbung um die Boombox. Hat sich auch um die Boombox beworben. Genau. Genau. Spielen die dann bei Seiler-Wiesen? Ich weiß gar nicht, wo das Finale diesmal... Man kann es nur hoffen eigentlich. Ich glaube, sonst war immer TuS Neustadt tatsächlich über Jahre der Standort. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja schon Seiler-Wiesen stattgefunden hat. Spannend. Seiler-Wiesen für mich in Magdeburg... Einer der schönsten Plätze. Die spannendste Sportanlage an sich, weil sie halt eine geile Lage hat. Der Rasen ist in meinen Augen auch immer gut, weil da halt wenig drauf dürfen. Ja. Also von daher würde ich spannend finden. Obwohl die ja im Sommer drauf trainieren, ne? Oder wenn das Wetter gut ist. Fun Fact an der Stelle, zwei Trainer von Seiler-Wiesen letztes Jahr eine C-Lizenz gehabt. Jonas und Tim, schöne Grüße an der Stelle. Co-Trainer von der ersten und Cheftrainer von der zweiten war das. Dann haben sie da jetzt dieses neue Vereinsheim. Es aussieht wie ein UFO, was im Stadtpark landet, ist richtig geil. Und was ich halt total toll finde, der Kontrast zu dem alten Bockascheplatz, den gibt's ja noch. Bockascheplatz direkt daneben. Sensationell, weil du als Trainer, als kleine Motivationsnuance immer sagen kannst, ey Alter, wenn du noch mal so langsam bist, trainierst du auf dem Ding. Das ist richtig geil. Ich habe noch ein richtig geiles Spiel rausgesucht aus dem Kreispokal Halbfinale aus dem, ich würde fast sagen, Mansfeld-Südharz. Wieder was dazugelernt. FC Sangerhausen kannte ich bis dato nicht. Oberröppling. Gegen Oberröppling. Aber Oberröppling, ambitionierter Verein, ich glaube aufgestiegen. Und eine riesen Social-Media-Präsenz. Müsst ihr mal drauf gucken. Musst du machen. Ja. In dem Fall 1-7 für Oberröppling. Und was ich immer phänomenal finde in diesen Kreisen, gerade Mansfeld-Südharz, Burgenland, ich kann noch mehr aufzählen, 430 Zuschauer. Mhm. Finde ich krass. Da merkst du, dass dieser Amateurbereich, vor allem in den auf Kreisebene, maximal lebt, dass da die Motivation da ist, zu einem Spiel zu gehen, sich das anzuschauen, finde ich einfach geil. Kannst du zum Beispiel, falls man Prämiengeld bräuchte, vom Bratwurstverkauf, das schon fast irgendwie mitfinanzieren. Ich habe eine Mail von Daniel Vogt bekommen aus Rassnitz. Der ist da beim FSV Rassnitz unterwegs und der hat sich nochmal bezogen auf unsere Nummerndiskussion. Und der hat neben einem Lob für diesen Podcast, was natürlich zuallererst immer an dich geht, Danny, hat gesagt, dass er bei den alten Herren die 13 nimmt als Nummer immer, weil die 13 quasi der Auswechsler vom Auswechsler ist. Das ist geil. Super 13 hatte ich tatsächlich auch mal. Liebe Grüße. Weißt du warum? Nee, aber du wirst es mir gleich unaufgefordert sagen. neben Mario Gomez war einer meiner Lieblingsspieler Michael Ballack. Ah, okay. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Guter Fußballer. Ja. Ballack auch, ja. Alter Sensation. Am Freitag gibt's übrigens Bürde-Derby in der Landesklasse. Wulverstedt gegen Oschersleben, da geht's glaube ich auch richtig zur Sache. Und Landesliga Frauen am Sonntag ist auch unterwegs. Da gibt's ein Halle-Derby. Da spielt Amdorf gegen Döhlau. Genau. Gucken wir dann Montag wahrscheinlich drauf auf alle Ergebnisse. Freue ich mich drauf. Auf jeden Fall. Und in der Landesliga Mitte gibt's ein Wittenberg-Derby. Pieseritz gegen Elster. Spannend, beide ambitioniert. Also Elzern nicht mehr so ganz ambitioniert, hatten, glaube ich, vor 2-3 Jahren mal eine ganz gute Truppe zusammen, die auch in der Verbandsliga Richtung Oberliga geschielt hat.
Auch spannend, viele Spieler aus Magdeburg da immer hingependelt. Das sind anderthalb Stunden Alter, Straße. Alter, zum ist, Training oder was? Weil man fairerweise sagen muss, dass da ein, zwei Jahre aus der Ecke sowieso kam. Ah, ja, okay. Aber jetzt längst nicht alle. Aber ja. Also, da ein spannendes Projekt war und eine schöne Anlage. Und Piesteritz ja eigentlich für mich ein Evergreen in der Verbandsliga, jahrelang in der Oberliga gespielt. Also sind, glaube ich, auch in der Landliga-Mitte noch nicht so weit weg, um aufzustellen. Arnstedt, glaube ich, erster, Piesteritz, zweiter, dritter. Also, gute Anlage auch, ne? Ja, wird spannend. Euer Verein ist hier nicht vorgekommen in der Diskussion. Eure Geschichte, euer Problem, eure Frage war noch nicht hör- oder sichtbar. Dann einfach ändert das doch. Schickt uns eine E-Mail. mustemachen@fsa-online.de ist euer Podcast. Er wird, je mehr ihr schreibt, desto besser wird dieser Podcast. Ansonsten haben wir eine Frage überhaupt noch nicht geklärt. Welche Trainerkarriere strebst du denn jetzt an ab deinem Abgang nach der letzten Saison, nach der diesjährigen? Du hast ja gesagt, du hörst auf, wenn er dieses Jahr aufsteigt. Nein, du hattest ja auch den Konjunktiv, ist ja deine Lieblingsform. Ja, weil man es ja nicht weiß, man kann es nie wissen. Also wenn natürlich nochmal ein sportliches, geiles Angebot kommt mit einer riesen Perspektive, mit einer Philosophie, mit WLAN in dem Gebäude, ja, was wichtig ist, ja. Kleiner Insider. Okay. Dann bin ich dafür offen. Ich habe ja noch 4-5 Jahre auf höchstem Level vor mir. So, um die Frage aber jetzt zu beantworten, Trainerausbildung, welche? Besten Fall die höchste. Ja, ja klar. Die höchste im Land, Fußball, oder die höchste, Fußball, die geht ein. Jetzt mal ohne Quatsch, würdest du zu ihm in Basiscoach gehen? Ja, klar. Also, kann ich das filmen? Und ich würde sogar fast sagen... Wie auf dich runterguckt, ist das geil. Ich wünschte, ich könnte das. Ist mir körperlich nicht vergönnt. Ich bin ja maximal reflektiert. Ich glaube, ich würde sogar diesen Weg nehmen von Basiscoach C-Lizenz zur B-Lizenz. Na, natürlich, glaube, ja. Obwohl du rein theoretisch ja Fast Train machen könntest. Aber ich glaube schon, dass es gerade in den Methodiken, Trainingsgestaltung, in dem Level, in dem ich mich ja sehen würde, wahrscheinlich wirklich noch Sachen gibt, die ich lernen könnte. Würde. Zum Denken angeregt werde. Also keine Ahnung, ich kann es ja nicht sagen. Also faktisch ist ein Trainer in dem Bereich, in dem ich mich sehen würde, keine Ahnung, Landesliga, Verbandsliga, auch mit einem riesen Aufwand verbunden. Und das ist nochmal mehr Aufwand als ein Spieler. Das heißt, du kommst als Spieler zum Training, ja, klar, trainierst, danach erzählst du noch dummes Zeug oder wie ich halt auch währenddessen und bist du wieder weg und am Spieltag bist du anderthalb Stunden vorher da, fährst ein bisschen hin und gut. Aber ein Trainer hat ja vorher in meinen Augen mindestens anderthalb Stunden Vor- und Nachbereitung, die ganzen Socializing-Sachen, die du aktuell ja immer noch hast. Jeder Spieler will gestreichelt werden. Wenn du einen großen Kader hast, kommen noch 5 andere und fragen, warum du nicht spielst. Das musst du alles managen. Du musst im Verein gucken, dass es funktioniert. Bei deiner Ansprache wäre ich auch gespannt, wie die bei den unterschiedlichen Charakteren ankäme. Mal davon abgesehen, dass du ja eine nicht unbeträchtliche Anzahl von MitbewohnerInnen hast, inklusive Hund, ja, wo ich sowieso mich frage, wie du das hinkriegen würdest und machst. Ja, also ganz ehrlich, aktuell nicht vorstellbar. Also vielleicht erst mal angefangen mit einer Ausbildung und dann mal schauen, wo es hingeht. Aber darf ich noch mal ganz kurz nachfragen, wie ist es denn, wenn jemand jetzt zur C-Lizenz kommt, aber aktuell gar keinen Verein hat? Das hatte ich vorhin noch als Frage. Ja, dann brauchst du irgendwo die Möglichkeit, mit einer Mannschaft Training zu machen. Es kann sein, dass du irgendjemanden kennst in irgendeinem Verein. Also wie eine Art Hospitation. Nein, nicht nur Hospitation, du musst ja selber... Das Training leiten? Ja, ah, okay, ja klar, spannend. Also Bestandteil der Ausbildung, selber Training zu leiten, es aufzunehmen, es sich anzuschauen, selbst zu reflektieren, dann reflektieren wir es, weil wir gucken die Videos auch alle an, geben dir sozusagen unser Feedback und idealerweise nimmst du für dich daraus, aus deiner Beobachtung und der Fremdreflektion irgendwas mit, wo du sagst, okay, das mache ich beim nächsten Mal, wenn ich das filme oder beim nächsten Mal, wenn ich auf den Platz gehe, anders. Aber da sehe ich tatsächlich jetzt eine Hürde. Das würde ich gerne noch mal kurz die letzten 4-5 Minuten ausdiskutieren. Jetzt ist es ja so, dass jemand jetzt in so einer Rolle ist, hört auf, will aber erstmal kein Trainer sein und macht jetzt erstmal ein Jahr nichts. Macht aber währenddessen wie eine Art Weiterbildung, in dem Fall eine C-Lizenz. Mhm. Jetzt hat er aber nicht die Möglichkeit, weil er kein Netzwerk hat oder weil er halt auch nicht das möchte, aus Eigenmotivation irgendwo anzufragen, ob er da ein Training leiten kann. Welche Möglichkeit hat er noch? Ich würde... Wenn er sich bei uns meldet, musst du machen, @fsa-online.de, dich überreden, ob wir beide als Testkaninchen für ihn zur Verfügung stehen. Dann hat er einen guten und einen weniger guten Spieler. Ja, also oder bietet der Verband dort Kooperationen an, dass er sagt, Mensch, ich, in dem Fall der Ausbilder, Trainingsausbilder, geht auf Vereine zu, ist das eine Möglichkeit? Also hatten wir tatsächlich jetzt noch nicht, ne? Wir machen das jetzt seit anderthalb Jahren, wir hatten noch nie einen Fall, wo irgendjemand keinen Zugriff auf irgendeine Mannschaft hat. Halte ich auch ehrlicherweise für unwahrscheinlich, weil gerade den Fall, den du skizziert hast, wenn einer wirklich 10-12 Jahre gespielt hat, der kennt irgendwo immer irgendwen, der sagt, komm, ich kann mal 2 Trainingseinheiten bei deiner Truppe machen.
Aber grundsätzlich ja, das ist eine kleine Hürde, aber rein aus der Praxis heraus habe ich noch niemanden, der gesagt hat, das kann ich so nicht leisten, das ist okay, nicht darstellbar. Ich habe vorgestern erst mit einem telefoniert, der wollte Erwachsenenprofil machen, obwohl er aktuell eine Kindermannschaft noch trainiert. Und das geht aber in seinem Verein nicht, weil es keine Erwachsenen gibt. Und der hat aber sofort gesagt, als ich ihm gesagt, du, wenn du Erwachsenenprofil machen willst, brauchst du aber eine Erwachsenenmannschaft, weil die Inhalte anders sind. Hat er gesagt, gar kein Problem, mache ich bei meiner alten Mannschaft, wo ich gespielt habe. Kam, glaube ich, aus Wittenberg oder aus dem Kreis, da Jessen irgendwo die Ecke. Kann mich den Verein jetzt nicht genau erinnern. Aber das höre ich halt ständig. Wenn man den Leuten das kommuniziert und die ein bisschen Vorlaufzeit haben, die finden Lösungen. Okay. Wenn sie es machen wollen, und das Häufige ist ja wirklich Eigenmotivation. Das haben wir jetzt auch festgestellt, weil wir alle unsere Kurse evaluieren und nochmal schauen, Mensch, was ist denn eure Motivation eigentlich? Ganz wenige sagen, es hat was mit Lizenzpflicht zu tun oder mein Verein hat mich verdonnert oder irgendwie so, sondern ganz viele sagen, nee, es geht um persönliche Weiterentwicklung. Und ich finde, das ist die tollste Motivation, die du haben kannst, weil du es dann nicht unter Druck machst, sondern weil du es für dich machst. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich der beste Katalysator für persönliche Weiterentwicklung und darin ein besserer Trainer zu werden. Und ein Gedanke nur noch, ich glaube, wenn einer aus dem Verein raus ist, also wenn einer nicht auf irgendeine Mannschaft oder einen Verein einen Zugriff hat, dann würde sich mir auch nicht erschließen, wie der in einen Verein als Trainer reinkommen sollte. Weil wenn du kein Netzwerk hast und so weiter und im Fußball unbekannt bist, kommst du ja nicht als Mann im Trenchcoat, hallo, ich bin der neue Happel. Also gut, die Hut so tief ins Gesicht gezogen. Ja, weißt du, und ich mache euch jetzt ja, also der einzige Mensch, der das könnte, wärst du, weil du bist ja überall willkommen. Aber ansonsten glaube ich, aber es ist eine spannende Idee, aber wahrscheinlich nur ein theoretischer Fall, ja. Aber da ist Danny auch gut drin, ne? Theoretische. Also der ist wirklich gut. Na, aber das ist gut. Das ist Dinge, ja auch gut. Dinge zu hinterfragen, wo Schlupflöcher sind. Das habe ich schon mitgekriegt. Wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lange, aber der sieht Sachen, wo ich nicht dran denke. Und dann kommt dann und sagt, aber für den Fall, da haben wir es nicht geregelt. Das ist auch viel wert, weil du dann immer nochmal nachguckst und sagst, okay, da müssen wir nacharbeiten. Ja. Ich wollte euch nur noch sagen, dass ich habe euch ja manchmal in freier Wildbahn beobachtet dabei, wie ihr euch gegenseitig von euren Schreibtischen weggerufen habt und so Mitschnitte angeguckt habt und wie so Sätze auch gefallen sind. Guck mal, da hat er diesen Dreh gefunden für die Trainingssache und wie da ihr dann halt so mit ehrlichem, fast kindlicher Freude, mit so ehrlicher, fast kindlicher Freude auch bei euren auszubildenden Trainern irgendwie zugeguckt habt, wie ja, die eine neue Idee hatten und so und wie ihr euch das weiterschickt und so. Und immer, wenn ich um die Ecke gegangen bin und halt versucht habe zu gucken und zu verstehen, was ihr da meint, ist es mir zwar schwer gefallen, aber das fand ich halt geil. Und das ist, sage ich hier an dieser Stelle jetzt auch nur, um auch nochmal zu sagen, wie ernst das genommen wird und wie gut diese Ausbildung auch ist, weil wenn die Ausbildungen mit den Lizenzabsolventen, Absolventinnen vorbei sind, dass die Arbeit ja dann trotzdem bei euch so weitergeht und gewertschätzt wird und auch wirklich ernsthaft gemacht wird. Das fand ich gut, weil das habe ich mehrmals beobachtet. Das hat Spaß gemacht. Tollster Moment, wenn du denen was anbietest im Kurs, wovon die nicht überzeugt sind. Und sagen, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und wir sie dann aber in der Ausbildung dazu bringen, es selber auszuprobieren. Und die kommen wieder und sagen, Nick, ich hätte es nicht geglaubt, aber das funktioniert. Das ist für mich und ich glaube für viele meine Kollegen immer der beste Moment. Und bei diesem Feedback-Thema nochmal, weil du sagtest, wir nehmen uns Zeit, das ist so, das ist aber unser eigener Anspruch. Man kann das ungefähr für jede 15 Minuten Video, die wir uns angucken von den TeilnehmerInnen, brauchen wir mindestens eine halbe Stunde, um Feedback zu geben, uns das anzuschauen und dem zu sagen, hey, guck mal, das hast du gut gemacht oder hier ist vielleicht nochmal, das könnte man vielleicht so und so und anders machen oder versuch mal hier deine Ansprache ein Stück weit zu ändern. Und da steckt halt wirklich auch viel, viel Arbeit drin, die man dann nicht sieht, weil es sozusagen am Schreibtisch vorm PC passiert. Von der ich hoffe, dass sich das jetzt auch, dass man das spürt, wenn man den Podcast bis hierher hoffentlich gehört hat irgendwie, weil 40 Lerneinheiten, wenn wir beim Basiscoach sind, bei 20 Teilnehmerinnen oder mehr, und dann diese ganzen Feedback-Kisten und was ihr da alles so macht, die Zeit, die da drin steckt, die Energie, das ist schon krass. Finde ich gut. Ich hoffe, dass wir ein gutes, angemessenes, lustmachendes, informatives Denkmal für die Trainer- und Trainerinnen-Ausbildung innerhalb des FSA mit aller Begrenztheit und mit allen Abstrichen, die wir machen mussten, hier bauen konnten. Also vom Feeling her habe ich jetzt ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Weil ohne Spaß kein Fun? Ohne Spaß kein Fun. Genau. Ohne Spaß kein Fun. Das ist ist auf seinem Mist gewachsen. Ja, ich bin dankbar. War eine geile Folge. Vielen Dank, Nick. Ja. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne.
Ansonsten ist alles gesagt. Die E-Mail-Adresse, falls ihr sie nochmal möchtet, musstemachen@fsa-online.de. Insbesondere, wenn ihr Nachfragen habt zu dem heute hier besprochenen oder Ideen, weil wir würden es dann an Nick einfach weitergeben. Auch wir nehmen uns die 5 Sekunden Zeit, um eine E-Mail weiterzuleiten. Unkommentiert. Unkommentiert. Ja, was ja bei 2000 E-Mails ja schon noch ein bisschen Zeit. Das ist ein ganz schöner, danke, dass es einer sieht. Ja. Ich habe gedacht, das sagt keiner. Musste machen, Diggi. Musste machen. Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.